Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Körperforum zu unserer Veranstaltung Halbes Land, ganzes Leben. Mein Name ist Lothar Dittmer und ich bin Mitglied im Vorstand der Körperstiftung. Ich würde meine kurze Einführung gerne mit dem Zitat aus einem Brief von Frau Birtler vom 17. Mai 1991 beginnen. Wie Sie wissen, ist das Thema Geschichte in der Bildungslandschaft der neuen Ostländer ein recht schwieriges, belastet durch eine einseitige ideologische Beleuchtung und Interpretation von ehemaligen Machthabern. Eine kritische Identität mit der Geschichte war kaum für den Einzelnen erfahrbar, stattdessen klaffte zwischen der alltäglichen Lebenserfahrung der DDR-Bevölkerung und der immer wieder beschworenen und viel zitierten antifaschistischen Wurzeln der SED-Mächtigen ein zunehmend tiefer Riss. Es bedarf deshalb der Vermittlung und Erfahrbarmachung neuer historischer Sichtweisen und damit eines neuen Geschichtsverständnisses und das nicht nur für diejenigen, die noch zur Schule gehen. Zitat Ende. Was war der Hintergrund für diesen Brief? Warum zitiere ich ihn hier? Kurt Körber hatte Marianne Birtler gebeten, im Kuratorium des Geschichtswettbewerbs um den Preis des Bundespräsidenten mitzuwirken. Und die Antwort macht schon deutlich, dass die historisch-politische Bildung für Marianne Birtler damals eine Herzensangelegenheit war und ich würde behaupten, bis heute geblieben ist. Von 1991 bis 2006 war sie Mitglied im Kuratorium des Geschichtswettbewerbs. Seither ist sie Mitglied in unserem höchsten Aufsichtsgremium, dem Stiftungsrat der Körperstiftung. Jetzt hat Marianne Birtler ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Sie selbst nennt das Buch eine politische Biografie. Und es ist eine besondere Biografie, denn es gibt auf dem Buchmarkt nur wenige Perspektiven wie diese und das sage ich, nachdem ich dieses Buch auch wirklich komplett gelesen habe. Marianne Birtler ist 1948 geboren. Ihr politisches Leben begann in der DDR, überwacht von der Staatssicherheit. Erstmals wurde sie 1977 das, was man aktenkundig nennt. Da war sie 29 Jahre alt. Marianne Birtlers Weg führte in der DDR in die Opposition. Sie erlebt die Revolution von 1989 als Handelnde, manchmal auch ohnmächtig. Sie wird Abgeordnete in der ersten und einzigen frei gewählten Volkskammer der DDR und sie sitzt sogar 2 Monate im Deutschen Bundestag. Dann entscheidet sie sich, als Bildungsministerin in das neu gegründete Land Brandenburg zu gehen. Danach hat sie zeitweise den Bundesvorsitz der Grünen inne, natürlich immer in der berühmten Doppelspitze. Und sie darf, was sie selber als Glück empfindet, 10 Jahre lang die Behörde mit dem unaussprechlichen Namen leiten. Die Behörde des oder der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, kurz BSTU im Volksmund, zunächst Gauck-Behörde und dann Birtler-Behörde. Die Erinnerungen von Marianne Birtler erscheinen zu einem guten Zeitpunkt, 25 Jahre nach dem Fall der Mauer. Gut nicht wegen des absatzsteigernden Jubiläums, sondern weil 25 Jahre die richtige Mitte zwischen Nähe und Distanz sind. Als die Körperstiftung 1994 die Ost-West-Geschichte zum Ausschreibungsthema ihres Geschichtswettbewerbs machte, waren unsere Erfahrungen damit sehr zwiespältig. Natürlich waren wir damit einerseits ganz nah am Puls der Geschichte, aber andererseits war die Nähe zu 1989 auch eine spürbare Last für eine sachliche und kritische Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, die Betroffenheit war damals noch zu groß. Das ist heute eine Generation später anders und ich würde gerne betonen, es ist sowohl im Osten als auch im Westen anders. Lange Zeit gab es nämlich relativ wenig Verständnis für die eigenen Gedanken, die eigenen Wege und die andere politische Kultur der politischen Talente aus dem Osten der Republik. Diese Haltung, würde ich behaupten, ist nicht komplett verschwunden, aber doch deutlich in den Hintergrund getreten, um es an den Ämtern festzumachen. Wir haben sowohl eine Bundeskanzlerin als auch einen Bundespräsidenten, die beide Wurzeln in der DDR haben. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich den Weg von Marianne Birtler bis 1989 und ihre Sicht auf die DDR als den spannendsten Teil des Buches empfinden würde. Spannend ist dieser Teil auch.
Ich finde das Buch von Marianne Birtler aber dort besonders stark, wo von den Schwierigkeiten des Zusammenwachsens zwischen den ungleichen Brüdern und Schwestern die Rede ist. Wie etwa die Grünen aus dem Westen und Bündnis 90 aus dem Osten miteinander gefremdelt haben, das verrät viel darüber, wie weit sich die Menschen trotz der gleichen Sprache und scheinbar einer ähnlichen Gesinnung nach 40 Jahren in unterschiedlichen politischen Systemen voneinander entfernt haben. Die Grünen waren die Partei der Nachkriegsgeneration. Nur wenige empfanden die Teilung Deutschlands als schmerzhaft, schreibt Marianne Birtler. Viele sahen darin schlicht die Strafe für den Nationalsozialismus. Ihr Blick, also der Blick der Grünen, war nach Westeuropa gerichtet. Ihre Solidarität galt den Völkern, die sich gegen den amerikanischen Imperialismus wehrten. Der miefige provinzielle Osten war für die meisten von ihnen uninteressant. Zitat Ende. Marianne Birtler erzählt viele Geschichten rund um dieses Thema, auch schmerzhafte. 1993 etwa bringt sie Joschka Fischer in einer Berliner Kneipe mit Intellektuellen und Schriftstellern aus dem Osten zusammen. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus und ich will auch hier noch einmal kurz zitieren. Joschka Fischer kam mit einiger Verspätung und ließ vom ersten Moment an keinen Zweifel daran aufkommen, dass ihm diese Geschichte lästig war. Er stocherte wortkarg in seinem Salat herum, trank Mineralwasser und verbreitete schlechte Laune. Der Termin war allerdings auch denkbar ungünstig gewählt. Fischer hatte gerade beschlossen, abzunehmen. Vielleicht waren ihm die Leute, die sich an diesem Abend eingefunden hatten, bereit, von ihren Erfahrungen zu erzählen und neugierig auf den prominenten Gast aus dem Westen, aber auch einfach nicht wichtig genug. Der Osten war für ihn ein unbekanntes Land und was ihn interessierte, war wahrscheinlich einzig die Frage, ob dort das Ergebnis der bevorstehenden Bundestagswahl im Oktober 1994 versaut werden könnte. Zitat Ende. Ich will nicht weiter in dieses Buch einsteigen, denn alles andere soll jetzt in der Lesung und dem Gespräch zwischen Marianne Birtler und Christoph Bungers passieren. Ich wollte Ihnen nur gerne etwas Lust auf dieses Buch machen, gerade weil wir hier nicht in Leipzig und in Dresden, sondern in Hamburg sind. Für mich ist dieses Buch zum Teil auch so etwas wie ein ethnografischer Blick auf die politische Szene und das handelnde Personal der alten Bundesrepublik. Das habe ich als besonders spannend empfunden. Der Gesprächspartner von Marianne Birtler ist Dr. Christoph Bungartz, geboren im tiefsten Westen und zum Zeitpunkt des Mauerfalls zarte 29 Jahre alt. Beides ist aus meiner Sicht heute nicht unwichtig, denn wir reden ja über den Blick vom Osten in den Westen und auch umgekehrt. Christoph Bungartz arbeitet seit 1988 für den NDR und ist dort seit 1997 verantwortlich für die Magazine im Programmbereich Kultur. Christoph Bungartz hat im Rahmen einer Publikation der Körperstiftung vor einigen Jahren einen Beitrag mit dem Titel verfasst Horizonterweiterung, warum es sich lohnt, über Bücher zu reden. Um welche Horizonterweiterung es heute gehen könnte, habe ich versucht anzudeuten. Alles Weitere jetzt mit Marianne Birtler und Christoph Bungartz. Sie haben das Podium. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Und ich glaube, unser Gast, Frau Birtler, verdient auch nochmal einen Begrüßungsapplaus. Schön, dass Sie hier sind. Applaus 2011 wird Marianne Birtler nach mehr als 10 Jahren als Leiterin der unaussprechlichen Behörde, wie wir gerade hörten, verabschiedet. Und sie macht Reisen, Vorträge, hat aber eigentlich keine genauen Pläne für die Zeit danach. Und irgendwann fasst sie einen Plan und sagt, ich habe etwas ganz Großes vor, ich will ein Buch über meine Erinnerungen schreiben. Dieser Satz findet sich am Ende des Buchs, über das wir heute Abend sprechen wollen. Frau Birtler, Sie waren viele, viele Jahre so eine Art Erinnerungsbeauftragte in einer wichtigen Frage der Deutschen, der deutsch-deutschen Geschichte. Wenn man jetzt sich mit dem Thema Erinnerung auf das eigene Leben wendet, was ist da der Unterschied?
die großen Themen hier und das Private da. Die Antwort auf diese Frage war eigentlich sogar der Impuls, dieses Buch so zu schreiben, wie ich es geschrieben habe, weil es mir darum ging, das zu verknüpfen. Die politischen Erfahrungen, die ich gemacht habe und mein persönliches Leben. Die erste Szene, die mir dazu einfiel, ich kann sie kurz nennen, weil ich die nachher nicht vorlese, ist, dass ich an einem Augusttag vom Gynäkologen kam, der mir meine erste Schwangerschaft bestätigt hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe das Radio angemacht und von dem Einmarsch der Truppen in Prag gehört. Und das war, es wird in meiner Erinnerung immer miteinander verknüpft sein. Und dann dachte ich, das könnte doch so eine Idee sein für das Buch, immer wieder zu suchen nach solchen Zusammenhängen. Das klappt natürlich nicht immer so gut wie an diesem Tag im August 1968. Aber es ist vielleicht so, dass sich's immer verbunden hat. In meinen Kapiteln geht das auch manchmal ganz schön hin und her und durcheinander. Und ich finde das nachträglich in Ordnung. Ich habe nur festgestellt, dass viele andere Bücher das immer sehr viel sortierter machen oder nur über das eine oder nur über das andere schreiben. Aber bei mir gehört es halt zusammen. Und der Unterschied ist, dass ich, ja natürlich, wenn ich über mein eigenes Leben geschrieben habe, doch nochmal sehr ins Nachdenken gekommen bin. Also erstmal auch gemerkt habe, wie unzuverlässig das persönliche Gedächtnis ist und insbesondere bei den Geschichten, die man schon 100-mal erzählt hat oder die so zu Familiengeschichten geworden sind, kennt ja jeder, wie sowas funktioniert, da ist es wirklich angeraten, habe ich festgestellt, nochmal genau hinzugucken, wie war es denn wirklich und andere zu fragen und nochmal das nachzuprüfen. Geschichten verändern sich, gerade beim Erzählen, weil man quasi automatisch immer Reaktionen, Reflexionen mit einbaut und dann verschieben sie sich ein kleines bisschen. Und wenn ich dann irgendwann mal, wenn ich gefragt habe, wie war es denn wirklich, dann waren die Tatsachen oder das, was sich dann als solche darstellte, doch manchmal erheblich unterschiedlich. Sind Sie denn da mehr in die Tagebücher, Aufzeichnungen und eigenen Unterlagen eingestiegen oder haben Sie auch nochmal mit Familie, Freunden gesprochen? Wie war es denn wirklich? Meine Erinnerung ist so. Ich habe die ganze Zeit so bitter bereut, dass ich kein Tagebuch geführt habe, beziehungsweise so wie manche immer nur, wenn es mir ganz schlecht geht. Und dann ist das natürlich auch kein Spiegel des Lebens. Besser nicht reingucken. Nein, es gibt so Brücken. Also die erstaunliche Entdeckung war auch, dass das alles in uns vorhanden ist, wir müssen es nur freilegen und Zugang finden. Das ist die Kunst. Und das Kramen in Fotokisten zum Beispiel ist eine gute Methode, vor allen Dingen mit Leuten zu reden, mit meiner Schwester. Ich habe ein Abendessen für Klassenkameraden von mir gemacht und habe denen was vorgelesen, dann kamen wir ins Reden. Und das waren ganz schöne Erfahrungen. Oder Musik aus einer bestimmten Zeit zu hören, das sind auch so Erinnerungsanker. Aber man muss sich dazu bekennen, glaube ich, wenn man sowas schreibt, ich habe nicht geschrieben, was war, sondern ich habe beschrieben, was ich erinnere. Mhm. Und mir ist bewusst geworden, dass das manchmal ein gewisser Unterschied sein kann. Ein Rezensent hat seine Rezension Ihres Buches mit dem Titel Sprunghaftes Leben überschrieben. Kommt Ihnen das selber so vor? Nee, gesprungen bin ich gar nicht. Irgendwie bin ich immer zu in andere Sachen reingewachsen, so. Oder rausgefallen, je nachdem. Aber gesprungen? Nee. Wir steigen gleich ein bisschen in die Lebensgeschichte ein. Der Teil, der mich nicht nur als Wessi besonders interessiert hat, war sicherlich auch einer, den Herr Dittmar angesprochen hat, nämlich das Verhältnis zwischen West und Ost. Aber mindestens so sehr zu lesen, wie es jemandem gegangen ist, der in der DDR aufgewachsen ist. Sie haben in einem Elternhaus, Sie sind in einem Elternhaus groß geworden, in dem nicht DDR gesagt wurde, sondern Ostzone. Waren Ihre Eltern Oppositionelle? War da Widerstandsgeist zu Hause? Oder wie war die Grundatmosphäre, in der Sie als kleines Mädchen aufgewachsen sind? Ich weiß nicht, wie mein Vater sich entwickelt hatte. Als er starb, war ich 8 Jahre alt und kann das für ihn nicht sagen. Meine Mutter hat sehr entschieden gedacht. Auch sie war auch ein politischer Mensch, hat Nachrichten geschaut, gehört vorher, grundsätzlich nur aus dem Westen. Bei uns zu, also wir lebten ja in Ost-Berlin. Mhm. Und sie war aber, naja, vielleicht ein kleiner Angsthase. Aber das kann auch ungerecht sein. Also sie hat uns, ich bin ihr sehr dankbar, dass sie uns immer darüber erzählt hat, wie sehr sie sich geschämt hat, in der Nazi-Zeit nicht den Mund aufgemacht zu haben.
Und das haben nicht viele gemacht ihrer Generation. Und vielleicht hat sie uns damit, dass sie ihre eigene Schwäche gezeigt hat, auch ein bisschen stärker gemacht, weil es waren ja mehrere Botschaften. Es ist gut, einen Mund aufzumachen, und wenn man es nicht tut, macht es einem Leben lang zu schaffen. Ich nehme ihr das überhaupt nicht übel, weil gerade in der NS-Zeit war das ja wirklich sehr gefährlich. Es war dadurch ein Thema bei uns zu Hause, und das finde ich gut. Es gibt so eine Urszene, mit der Sie den Rückblick in die Kindheit beginnen. Das ist der 17. Juni 1953. Sie sind 5 Jahre alt. Die Mutter ist den ganzen Tag unterwegs, hatte sich mit einer Freundin, einer Bekannten verabredet. Nicht um an Demos teilzunehmen, sondern war einfach unterwegs. Und der Vater steht besorgt am Balkon und in der Wohnung und hofft, dass sie gut nach Hause kommt. Ja, vor der Sperrstunde, das war ja Ausnahmezustand. Genau, die Tochter weiß natürlich gar nicht genau, was los ist. War das aber trotzdem so eine Szene, wo Sie zum ersten Mal gespürt haben, ich wohne vielleicht nicht ganz in einem sicheren Land oder nicht ganz in sicheren Verhältnissen? Ich glaube, dass ich das noch nicht konnte. Ich war 5. Ich habe das erst im Nachhinein so gedeutet. Aber das Bild hat sich ja festgesetzt. Das Bild hat sich festgesetzt. Mhm. Auch die Sätze wie jetzt wird alles anders oder die Hoffnungslosigkeit dann, nachdem die Panzer durch die Stadt rollten. Aber ich glaube, dass ich, das Einzige, was ich erlebt habe, waren die Gefühle meiner Eltern. So sind Kinder. Und später habe ich dann verstanden, warum das so war und warum ich diesen Tag auch nicht vergessen habe, weil meine Eltern müssen dramatische Gefühle gehabt haben, und das war sozusagen, hat das in meiner Erinnerung verankert. So war das. Verstanden, was da vorgegangen ist, habe ich natürlich erst viel, viel später. Damit wir einen Eindruck bekommen, wie das Buch klingt, um das es heute Abend geht, wird Frau Birtler in 2 größeren Passagen auch lesen. Und vielleicht fangen wir an mit den Passagen aus der Kindheit, dass Sie die uns zuerst vorstellen. Und dann reden wir wieder ein bisschen und dann gehen wir in die späteren Jahre der Politisierung sozusagen. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass ich aus einer Berliner Familie komme. Ich bin also nicht nur gebürtige, sondern geborene Berlinerin. Auf diesen Unterschied lege ich Wert. Bei geborenen Berlinern sind auch beide Eltern in Berlin geboren. Und da ich das sozusagen der, ich glaube, in Hamburg gibt es diese Unterscheidung. Der einzige, dass der einzige Adel ist, über den ich verfüge, muss ich den auch erwähnen. Ansonsten kamen meine Eltern beide aus eher einfachen Verhältnissen, kleinbürgerlichen Verhältnissen. Mein Vater hatte sich nach dem Krieg seinen Traum erfüllt und einen Schnapsladen aufgemacht. Aber davon, in der Markthalle am Alex, da war ich auch viel, aber davon ist jetzt erstmal nicht die Rede. Unsere Wohnung befand sich in der 4. Etage eines Hauses in der Warschauer Straße, wenige Minuten von der Oberbaumbrücke, also der Grenze nach West-Berlin, entfernt. Hier wurde ich im 3. Nachkriegsjahr geboren. Mein Vater war davon überzeugt, dass Mutter und Kind zu Hause besser aufgehoben seien als auf einer Geburtsstation. Meine 6 Jahre ältere Schwester Monika liebt es zu erzählen, wie unser Vater sie an einem Januarmorgen weckte, auf den Arm nahm und mit ihr in das große Zimmer ging, um die in der Nacht auf die Welt gekommene kleine Schwester zu begrüßen. Wir waren zu 5 in der 2-Zimmer-Wohnung, die beiden Eltern, wir 2 Geschwister und unsere Großmutter. Wichtigster und im Winter wärmster und gemütlichster Raum war die nahe der Eingangstür gelegene Küche, in der meine Großmutter alle Verfügungsgewalt hatte. Dort stand der Familienesstisch und dort wurde auch gebadet, in einer Zinkwanne, die auf 2 Stühlen stand. Hinter der Tür war mein Spielzeugregal und daneben der Stuhl, auf den ich zum An- oder Ausziehen gestellt wurde. Ich hasste die kratzenden langen Wollstrümpfe, die vorn und hinten mit Strumpfhalter am Leibchen, eine Art Unterwäscheweste, befestigt waren. Strümpfe und Strumpfhalter mussten sein, denn lange Hosen gab es nicht, und meine Mutter war dagegen, dass meine Schwester und ich, wie viele unserer Freundinnen, unter unseren Röcken Trainingshosen trugen. Diese kratzigen Strümpfe waren der Hauptgrund, Jahr um Jahr dem Frühlingstag entgegenzufiebern, an dem wir endlich Kniestrümpfe tragen durften. Manche Eltern setzten dafür ein festes Datum an. Bei uns musste das Thermometer mindestens 15 Grad Celsius am Morgen zeigen. Während Leibchen und Kratzstrümpfe zur unangenehmen Seite des Winters gehörten, gab es ein abendliches Ritual, das für mich bis heute Inbegriff von Wohlbehagen und Geborgenheit ist. Weil im Winter außer der Küche kein Raum beheizt war,
wurde ich auf meinem Anziehstuhl stehend, schon im Nachthemd und bettfertig, bis zum Hals in eine vorher am Ofen angewärmte Decke gewickelt und dann als warmes Bündel ins kalte Bett gesteckt. Das Küchenfensterbrett war mein Tisch, an dem ich Bilder malte und später meine ersten Buchstaben übte. Dort saß ich und las meiner Oma immer wieder das Zentimetermaß vor, mal von vorn und mal von hinten. Ich mochte Zahlen. Vom Küchenfenster aus hörten wir auch den Leierkastenmann, der von Hof zu Hof zog. Meine Großmutter ließ mich 10 Pfennigstücke in ein Stück Zeitungspapier einwickeln und aus dem Fenster werfen. Manchmal kam unten auch der Scherenschleifer vorbei. Der Schleifstein, der sich mit Hilfe eines Fußhebels drehte, kreischte laut und sprühte Funken. Ein wahres Spektakel für alle Kinder im Haus. Oma brachte uns Küchenlieder bei. Lenchen ging im Wald spazieren und sie war allein und da stellt sich zum Verführen gleich ein Jüngling ein. Oder Mariechen saß weinend im Garten, im Grase lag schlummernd ihr Kind. Es waren die Lieder ihrer Jugend, die von Sehnsucht, von großer Liebe, vom Verführt und Verlassenwerden handelten. Die Mutter meiner Mutter, Martha Lepski, oder, wie man in ihrer Heimat sagte, die Lepski-Martha, stammte aus Bunzlau in Schlesien, heute Boleslawitsch, und war 1907 mit 14 Jahren als Dienstmädchen nach Breslau in Stellung geschickt worden. Es erging ihr wie unzähligen Kindern armer Familien, denen zumeist ein schweres, arbeitsreiches Leben bevorstand, oft auch Ausbeutung und Demütigungen durch die Herrschaft. Das harte Leben nährte die heimliche Sehnsucht nach Zuwendung und Liebe. Doch wenn ein Dienstmädchen sich verliebte und sich, wie es hieß, ihrer Ehre berauben ließ, war das Risiko groß. Wurde sie schwanger, landete sie auf der Straße. Manche nahmen sich dann das Leben, andere gaben ihr Kind weg und suchten sich eine neue Stelle. So wie Anna, die Schwester meiner Großmutter. Als der Sohn des Bauern, bei dem sie als Magd arbeitete, die bildschöne Anna heiraten wollte, stellte sie eine Bedingung. Ihr Kind, das sie weggegeben hatte, um arbeiten zu können, wollte sie wieder bei sich haben. Der Bauer stimmte zu, allerdings unter dem Vorbehalt, dass das Kind im Haus versteckt würde. Der Junge trug durch diese Misshandlung offenbar schwere Schäden davon. Später hieß es von ihm, er sei nicht ganz richtig im Kopf. Anna erkämpfte sich durch harte Arbeit die Achtung der Familie und brachte 6 weitere Kinder zur Welt, bekam von Hitler das Mutterkreuz verliehen und verlor bald darauf 3 ihrer Söhne, die kurz nacheinander im Zweiten Weltkrieg fielen. Meine Großmutter Martha hatte es besser getroffen, obwohl sie in ihren ersten Monaten als Dienstmädchen so kurz gehalten wurde, dass sie bald wegen Unterernährung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dann aber trat sie ihre 2. Stelle in Berlin an. Die neuen Herrschaften behandelten sie besser, sie bekam pro Woche 1 Nachmittag frei und 5 Mark Taschengeld pro Monat. Mit 19 verliebte sie sich in den wie sie aus Bunzlau stammenden Schlosser Wilhelm Gotter und als sie schwanger wurde, heirateten die beiden. Erika, meine Mutter, kam am 11.12.13 zur Welt. Ich war von diesem Geburtsdatum immer fasziniert. Genau 1 Jahr später wurde ihre Schwester Käthe geboren und Wilhelm und Martha lebten mit ihren 2 Töchtern in der Gubener Straße in Stube und Küche. Über das beengte, bestimmt nicht sorgenfreie Leben der Familie habe ich stets nur fröhliche Geschichten gehört. Erst als die 2 Töchter erwachsen waren, zog die Familie in eine 2-Zimmer-Wohnung in der Warschauer Straße. Diese Wohnung blieb für die nächsten 25 Jahre das Zuhause meiner Mutter. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung in das Jahr 1955. Da habe ich die 1. Schulklasse schon hinter mir, aber in den Sommerferien zogen wir um. Von der 2. Klasse an, nach unserem Umzug in die Boxhagener Straße, besuchte ich die nur wenige Gehminuten von unserem Wohnhaus entfernte Max-Kreuziger-Oberschule im Stadtbezirk Berlin-Friedrichshain. Mein ältestes Klassenfoto zeigt 40 Kinder in der Mitte unserer Klassenlehrerin Fräulein Wunderlich. Auf die Anrede Fräulein legte sie wie viele ledige Frauen damals großen Wert. Im Hintergrund ist ein helles und modernes Gebäude zu sehen. Die Schule war im Stil des sozialistischen Neoklassizismus erbaut worden, also ähnlich den Häusern an der Stalinallee und ebenfalls mit einem ideologischen Anspruch.
Ein Schulpalast sollte es werden. Und trotz der Not und des Mangels dieser Jahre wurden teure Materialien wie Travertin und Edelhölzer verwendet und der Bau mit Steinintarsiens, Graffiti und Stuck verziert. Das Gebäude war geräumig und hell und könnte noch heute eine schöne, kindgerechte Schule sein, wenn der denkmalgeschützte Bau nicht vor einigen Jahren luxussaniert und in Eigentumswohnungen aufgeteilt worden wäre. Fräulein Wunderlich war Neulehrerin, also eine von Zehntausenden junger Leute, die in der sowjetischen Besatzungszone und in der frühen DDR in Kursen von wenigen Monaten für den Unterricht ausgebildet worden waren. Zum einen sollten sie die nationalsozialistischen Lehrer ersetzen, die an den Schulen nicht mehr geduldet wurden. Zum anderen verfolgte die SED das Ziel, über die Lehrerinnen und Lehrer möglichst umfassenden Einfluss auf die Schulen zu gewinnen. Tatsächlich aber kam die Mehrheit der jungen Lehrkräfte weniger aus dem Arbeitermilieu als aus bürgerlichen bildungsnahen Schichten und viele von ihnen hatten nach der Unterbrechung ihrer Schul- und Universitätsbildung durch den Krieg einfach nur die Chance eines interessanten beruflichen Neuanfangs genutzt. Ohnehin steckte die ideologische Entwicklung der DDR-Volksbildung noch in den Anfängen. Und im Unterschied zu späteren Lehrergenerationen, die schon vor Beginn ihrer Ausbildung auf ideologische Zuverlässigkeit geprüft wurden, gab es unter den Neulehrern anfangs nicht wenige, die von reformpädagogischen Ideen erfüllt waren und ihre Schülerinnen und Schüler demokratisch erziehen wollten. Ich mochte Fräulein Wunderlich sehr. Sie war eine ruhige, liebevolle Lehrerin, die uns, soweit dies möglich war, mit Phrasen verschonte. Ihre Besuche bei meiner Mutter, jährliche Elternbesuche der Klassenlehrerin waren Pflicht, endeten damit, dass die beiden Frauen sich bis in den späten Abend hinein höchst einvernehmlich unterhielten, politische Ansichten offenbar eingeschlossen, denn meine Mutter hätte sich niemals länger als unbedingt nötig mit Leuten unterhalten, die sich als hundertprozentige, das heißt als überzeugte Anhänger der SED entpuppten. Ich ging gern zur Schule und Lernen machte mir Freude und fiel mir leicht. Bei Auftritten des Schulchors, in dem ich mitsang, wurde gewöhnlich Pionierkleidung getragen, die aus einem blauen Rock bzw. einer blauen Hose und einem weißen Hemd bestand, auf dessen Ärmel das Pionieremblem genäht war. Bei bestimmten Anlässen trugen Pioniere auch ein blaues Käppi. Das Wichtigste aber war das blaue Halstuch. Die meisten Kinder in meiner Klasse waren Pioniere. Gleich nach der Einschulung wurden die Anträge auf Mitgliedschaft verteilt und es gehörte durchaus elterliche Standfestigkeit dazu, sich diesem freiwilligen Zwang zu widersetzen. In späteren Jahren verstärkte sich der Druck. Nicht die Mitgliedschaft in der Organisation war von Seiten der Eltern zu erklären, sondern die Verweigerung. Bei den vielen Freizeitangeboten und Veranstaltungen im Rahmen von Pioniernachmittagen hing es vom Willen der Lehrer und Pionierleiter ab, ob nicht Pioniere mit eingeladen waren oder nicht. Wer Pech hatte oder wessen Eltern die Teilnahme nicht erlaubten, blieb außen vor. Während eines Chorauftritts stand ich stolz auf der Bühne in der ersten Reihe und freute mich auf das Singen. Da ich nach dem Willen meiner Mutter kein Pionier war, trug ich zwar einen eigens für solche Gelegenheiten gekauften dunkelblauen Rock und eine weiße Bluse, aber kein Halstuch. Plötzlich wurde ich von der Chorleiterin aufgefordert, mich nach hinten in die letzte Reihe zu stellen. Ich empfand diese Zurücksetzung als ungerecht und beschämend und wollte von nun an auch unbedingt Pionier sein. Nicht etwa, weil ich an den Sozialismus glaubte oder die Mitgliedschaft als etwas Besonderes oder gar Ehrenvolles ansah. Pionier zu werden, ich wollte einfach nie wieder in die dritte Reihe geschickt werden. Ich bettelte meine Mutter an, doch vergeblich. Erst Jahre später in der 4. oder 5. Klasse gab sie entnervt nach. Von da an gehörte ich immerhin dazu, aber wie die meisten meiner Klassenkameraden dachte ich nicht daran, das Halstuch zu tragen. Und wenn es unvermeidlich war, wie zum Beispiel beim Fahnenappell auf dem Schulhof, verschwand das Tuch gleich danach wieder in der Schulmappe. Fahnenappelle fanden, je nach Eifer der Schulleitung, zu bestimmten Anlässen monatlich oder wöchentlich am Montag statt und folgten militärischen Regeln. Hierzu stellten sich alle Schülerinnen und Schüler nach Klasse sortiert und mit ihren je eigenen Wimpeln versehen in einem dreiseitigen Karree auf dem Schulhof auf. An der offenen Seite stand der Fahnenmast.
Die Pionier-, FDJ- und DDR-Fahnen wurden von einem Fahnenkommando feierlich herbeigetragen, gehisst und mit dem Pioniergruß seid bereit, immer bereit oder dem FDJ-Gruß Freundschaft begrüßt. Eingerahmt von Kommandos wie stillgestanden oder Augen geradeaus, von Trommelwirbeln und Musik, verlasen Schülerinnen und Schüler politische Texte und Losungen. Es wurden Auszeichnungen verliehen oder manchmal auch öffentlich Tadel oder Verweise ausgesprochen. Danach wurden die Fahnen genauso feierlich, wie sie herbeigeschafft worden waren, wieder weggetragen, um bis zum nächsten Mal an einem würdigen Ort aufbewahrt zu werden, zumeist im Traditionskabinett. Das waren besondere Räume, die es in den meisten Betrieben und in allen Schulen gab und in denen die Ikonen des Sozialismus aufbewahrt und ausgestellt wurden. Fahnen und Bilder oder Skulpturen von Ulbricht, Lenin, Marx, Engels, Thälmann, aber auch Preise und Urkunden, die eine Brigade oder Schulklasse für besondere Leistungen beim Aufbau des Sozialismus erhalten hatte. Die Gestaltung hatte etwas Sakrales und der Tisch mit den wichtigsten Devotionalien ähnelte einem Altar. Wie meine eigenen Kinder später lernte auch ich schnell zwischen dem, was zu Hause gedacht und gesagt wurde und dem, was man uns in der Schule vermittelte, zu trennen. Aber wer hatte recht? In der Schule wurde zum Beispiel ein düsteres Bild vom Leben im Kapitalismus präsentiert. Der Westen war demnach gekennzeichnet durch Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, alte und neue Nazis, kurzum durch alle denkbaren Missstände. Das beeindruckte mich zwar, erschien mir aber nicht recht glaubhaft, denn dieses Bild vom Westen unterschied sich diametral von dem, was meine Mutter erzählte und von den Eindrücken, die ich bei meinen Ausflügen in den Westen oder bei Besuchen von Westverwandten gewonnen hatte. Aber vielleicht war ja doch was dran an diesen Berichten. Was, wenn meine Mutter sich irrte? Ich trug also mein neu erworbenes Wissen nach Hause und konfrontierte sie damit. Sie schüttelte angesichts der Propaganda, der ihre Töchter ausgesetzt waren, zwar den Kopf, leugnete aber auch nicht, dass es im Westen auch Probleme gab. Einer ihrer Kommentare lautete, ja, das gibt es alles, aber im Westen herrscht Freiheit und da kann man das nicht alles verbieten. In den ersten Klassen machte mir nicht nur die Sache mit den Pionieren zu schaffen. Es gab noch etwas, das ich ungerecht fand. Bei der Mehrheit meiner Klassenkameraden stand im Klassenbuch ein rotes A hinter dem Namen. Das bedeutete Arbeiterkind und ich war laut Klassenbuch keins. Warum war mir das A nicht vergönnt, das etwas Besonderes war, fast so etwas wie eine Auszeichnung und das, wie ich später erfuhr, den Zugang zur erweiterten Oberschule und zum Studium erleichterte? Ich sah doch jeden Abend, wie schwer meine Mutter gearbeitet hatte, wenn sie müde nach Hause kam. Ich bekam zu hören, dass meine Mutter trotz der täglichen Plackerei keine Arbeiterin sei, sondern selbstständig. Und ich verstand, Selbstständigkeit war weniger wert. Selbstständige, das waren in der DDR so etwas wie die Relikte aus dem Kapitalismus. Haben Sie sich, als Sie solche Erfahrungen gemacht haben und auch sonst im Alltag als Außenseiterin gefühlt? Nein, das wäre zu stark. Also diese kleine Szene habe ich ja beschrieben, also wo einem so, das so nahegelegt wurde, aber... Na, beim Chorsingen ja auch, so bist nicht so ganz eine von den anderen. Aber das war, also ich glaube, Kinder empfinden sich als Außenseiter, wenn sie von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen an den Rand gestellt werden. Und das war bei mir nicht so. Ich war immer gut vernetzt, hatte Freunde und in der Kindergruppe, die ja maßgeblich ist für so ein Gefühl von Dazugehörigkeit oder Ausgegrenztheit, hat sowas alles keine Rolle gespielt. Sie beschreiben auch, dass Sie nicht nur die Grundschullehrerin, von der wir eben schon ein wenig gehört haben, sondern auch bei den Lehrern, die Sie danach erlebt haben, eine ganze Menge an positiven Figuren, Persönlichkeiten kennengelernt haben. Ein Stichwort, was mir aufgefallen ist, war, dass Sie diese Leute als besonders angstfrei erlebt haben. Was hat die guten Lehrer ausgemacht aus Ihrer Sicht? Ja, das habe ich an anderer Stelle beschrieben. Das würde ja zu weit führen, das zu lesen. Aber es gibt wirklich ein paar Lehrer, denen ich auch versucht habe, in diesem Buch ein kleines Denkmal zu setzen. Also Herr Lewet zum Beispiel, der Russischlehrer, oder Dr. Struve, der dann vor der Klasse auf und ab ging und sagte, merken Sie sich eins, wenn viele Menschen einer Meinung sind, ist daran immer etwas faul.
Und ich weiß, also wir haben ja zum Teil ganze Jahre vergessen und manchmal gibt es so kleine Momente, die sind uns irgendwie noch wie so eine Fotografie im Gedächtnis und das muss damit zusammenhängen, dass wir damals gespürt haben, jetzt hat er irgendwas Riskantes gesagt. Also es war ein aufgeladener Moment. Und das hätte ja wirklich, wenn das einer weitergetragen hätte, für ihn ziemlich ungemütlich werden können. Ja. Also so eine Lehrer waren toll oder so die auch in den kleineren Klassen noch, die irgendwie das geschafft haben, inmitten dieses doch hochideologischen Systems so kleine, wie so kleine Käseglocken über ihre Schüler zu stülpen und so eine Insel von Angstfreiheit zu schaffen. Es gab auch die ganz anderen und ich habe wirklich beides erlebt in einer Schule, in einer erweiterten Oberschule, dann der zur Abitur führenden Schule. Und mir ist es sehr wichtig, genau das zu erzählen, weil es auch, also erstmal, weil ich es so erlebt habe, aber auch, weil es zeigt, dass Menschen auch unter sehr beengten Bedingungen die Wahl haben, wie sie sich entscheiden. Das ist ja nachträglich immer so eine Ausrede gewesen, wir durften gar nicht anders. Aber allein diese kleinen Erfahrungen, die ich hier schildere, von unterschiedlichen Lehrern zeigen, man konnte sich auch unter diesen Verhältnissen sehr, sehr verschieden verhalten. Sie selbst kommen als Schülerin dann aber auch in wirklich eine Entscheidungssituation rein. Sie lernen neue Freunde kennen über Kirchengemeinden. Sie werden Mitglied der jungen Gemeinde, die damals in der DDR seitens der evangelischen Kirche die Jugendorganisation war. In den 50er Jahren hatte die junge Gemeinde viele Schwierigkeiten. Etwas später wurde es etwas moderater. Nichtsdestotrotz, Sie werden vor die Entscheidung gestellt von Ihrem Schuldirektor. Entscheide dich, FDJ-Mitglied oder junge Gemeinde. Sie bitten 2 Wochen um Bedenkzeit und dann? Ja, ich habe, also irgendwie hatte ich ja auch das Gefühl, dass es nicht zusammenpasst. Und dann habe ich, als er dann 2 Wochen später, wie das wurde ja alles vor versammelter Klasse verhandelt, kam er wieder in der Pause rein und bat um Ruhe und fragte mich dann nach meiner Entscheidung. Und ich sagte, also, das hätte ich eingesehen, dass es nicht zusammenpasst. Ich würde also aus der FDJ austreten. Und damit hat er nicht gerechnet. Er war offenbar davon ausgegangen, dass ich mich anders entscheide. Gab mir also nochmal Bedenkzeit in der Hoffnung, dass ich mir das noch einmal überlege. Das habe ich dann nicht. Also eine 15-Jährige, wenn die so unter Druck gesetzt wird, gibt da nicht nach. Das ging gar nicht. Ja. Und dann bin ich dabei geblieben. Und dann gab es auch noch eine riesen Versammlung in der Schule, so eine FDJ-Versammlung, also so eine Art Tribunal veranstaltet hat. Aber da konnte ich nicht mehr zurück. Und das ist zum Glück, ist mir nichts passiert. Ich konnte trotzdem mein Abitur machen. Ich weiß von anderen, bei denen das anders ausgegangen ist. Aber wenn ich diese Geschichte erzähle, muss ich immer sagen, um der Ehrlichkeit willen, ich bin ein paar Jahre später auch wieder eingetreten. Also ein Leben verläuft ja auch nicht so geradlinig. Ich möchte nicht, dass man das jetzt so als früher Widerstand hier beschreibt. Nee, ich hätte sonst auch danach gefragt, weil ich das schon auch eine charakteristische Stelle für die Art, wie Sie mit Ihrer eigenen Geschichte umgehen, empfunden habe beim Lesen. Sie schreiben, Sie sind da mehr oder weniger unverhofft wieder reingerutscht und wüssten heute gar nicht so richtig, wie das passiert ist. Das stimmt. Es gibt ja auch Zeiten, wo man so politisch hellwach ist, in anderen Phasen des Lebens, wo man politisch so ein bisschen döst. Ne? Und das scheint so eine gewesen zu sein. Das war so nach dem Abitur? Ich hatte so gleichaltrige Kollegen, dann beim Außenhandel war das, und die wollten unbedingt Kollektiv der sozialistischen Arbeit werden. Und das ist so ein Titel, mit dem so ein paar Vorteile verbunden sind. Und dazu gehörte aber auch, dass alle in der FDJ sind. Da haben sie mir gesagt, ich soll da eintreten, soll mich nicht so haben. Und ich gesagt, na gut, und habe das gemacht. Das war dann auch völlig folgenlos. Aber ich finde das im Nachhinein, ich habe mir das ja damals was kosten lassen als 15-Jährige, dass ich dann trotzdem wieder eingetreten bin. Na gut, das habe ich so gemacht. Aber es hat mich dann auch, ich habe mich manchmal daran erinnert, wenn ich später so über Lebenswege anderer Leute nachgedacht habe. Ich habe am eigenen Leib erlebt, dass Lebensläufe nicht so geradlinig verlaufen und auch nicht so einstimmig. Es gibt Umwege und Kreise, die man läuft, und nicht alles es gehört zu dem, woran man sich so schrecklich gerne erinnert. Sie haben dann die evangelische Kirche für sich als den Raum entdeckt, in dem Sie zunächst einmal tätig werden konnten, als Gemeindemitglied, als Referentin, zunächst in Schwedt an der Oder in Ihrer Zeit als Mutter. Danach, nach der Trennung von Ihrem Mann, sind Sie nach Berlin zurückgegangen, haben dort in verschiedenen Gemeinden als Jugendreferentin vor allen Dingen mitgearbeitet. Wenn Sie im Nachhinein sagen würden, was hat die Kirche für Sie bedeutet in dieser Zeit? Wurde die Bedeutung immer größer? War das eine Käseglocke oder war das was anderes? So zweierlei. Zum einen war ich wirklich fromm. So.
Und zum anderen, und das muss man erklären, muss ich immer erklären, insbesondere wenn ich im Westen bin, die Kirche hatte in der DDR zumindest so seit Mitte der 70er Jahre ungefähr noch eine zusätzliche Funktion zu dem, was sie sonst so macht. Sie war ja sowas wie die einzige legale Öffentlichkeit in der DDR. Vieles, was in der Öffentlichkeit überhaupt nicht ging, war nur in der Kirche möglich. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich kannte Leute mit einem behinderten Kind, die sich eigentlich nur regelmäßig mit anderen Eltern in einer ähnlichen Lebenslage treffen wollten. Das wäre aber riskant geworden. Also es ist nicht sicher, dass das passiert wäre, aber sie sind immerhin wären das Risiko eingegangen, wenn sie sich privat getroffen hätten, so einer der illegalen Gruppenbildung. Und das wäre ein Straftatbestand gewesen. Also haben die meisten, oder die Empfehlung in solcher Situation war immer, geht doch mal zur nächstgelegenen Kirchengemeinde und fragt, ob ihr dort Räume findet, euch regelmäßig treffen könnt. Und so kam es, dass denn besonders in den 80er Jahren all diese Gruppen, die sich sonst so in der Zivilgesellschaft finden, Dritte Weltgruppen, Ökogruppen, Erziehungsgruppen, Schwulengruppen, Lesbengruppen, das alles hat sich in der Kirche zuerst gebildet. Und das hat natürlich auch Leute angezogen, die eigentlich mit Kirche gar nicht viel zu schaffen hatten. Und hat die Kirche natürlich auch sehr bereichert und lebendig gemacht. Und das ging ja so bis dann zum Ende der DDR, oder sagen wir genauer gesagt bis zur Revolution im Oktober 89. Und war dann natürlich auch ein Grund dafür, dass sehr viele Leute, die dann in die Politik gingen, aus dem kirchlichen Raum kamen. Was ja im Westen manche so wundert, warum all diese Volkskammerabgeordneten was mit der Kirche am Hut hatten. Und das hatte eben damit zu tun, dass viele Leute kirchliche Berufe ergriffen haben, die unter normalen Bedingungen, weiß ich, Juristen oder Soziologen oder Politologen geworden wären oder so. Also das war eine spannende Zeit und es verknüpfte sich so ein bisschen dann auch. Also das Reden vom Evangelium und über Politik, das war dann, es überlappte sich ziemlich stark. Mhm. Als Mutter haben Sie Ihre kleinen Mädchen nicht in die Kita geschickt. Wir denken hier im Westen immer, also in der DDR war jedes Kind in der Kita. Also Kitas gab es schon. Kitas gab es schon mal gar nicht. Ja. Es gab Krippen. Schon erster Fehler. Es gab Krippen, da waren Krippe, Kinder, genau, bis zum Alter von 3 Jahren. Und danach gab es Kindergärten. Mhm. Und mit der Krippe habe ich es einmal versucht. Ja. Da haben wir wirklich keine guten Erfahrungen gemacht. Und das habe ich dann ein für alle Mal bleiben lassen. In einen Kindergarten gingen meine Kinder dann später, allerdings in einen konfessionellen Kindergarten. Es gab einige Kirchengemeinden, denen es erlaubt war, Kindergärten zu haben, und dort waren meine Kinder ganz gut aufgehoben. Hm. Ein Markstein in der Geschichte Ihrer, ich nenne das mal Politisierung, ist, als Sie mithelfen, ein Konzert von Wolf Biermann zu organisieren in Prenzlau. Pamela Biermann, seine Frau, ist heute Abend hier. Das war schon ein ganz besonderer Moment. 11 Jahre lang durfte Wolf Biermann nicht auftreten, und ausgerechnet bei einer kirchlichen Veranstaltung in Prenzlau, nördlich von Berlin, gibt es da nun ein Konzert und die Stasi kriegt es nicht mit. Was ist da passiert? Also, es ist ein Missverständnis. Ich habe das nicht organisiert. Ich bin da nur hingegangen. Okay. Ich wohnte ja dann noch auf dem Lande, gar nicht weit von Prenzlau. Und es gab in Prenzlau einen aktiven Jugendpfarrer, der Wolf Biermann eingeladen hatte, dort zu singen. Mhm. Und das war damals überhaupt noch nicht selbstverständlich. Das war ja 1976. Und da war das noch nicht üblich, dass dissidentische Künstler in den Kirchen auftraten. Vielleicht hat das sogar mit Wolf Biermann angefangen oder dadurch so einen Schub gekriegt. Danach kam das ja immer öfter vor. Das ist dann erstmal nochmal verschoben worden wegen Maul- und Klauenseuche, was wir alles für einen Stasi-Trick gehalten haben, war aber keiner. Mein Mann war Tierarzt, es gab wirklich Maul- und Klauenseuche in der Region. Und dann fand das endlich statt und die Stasi hat es wirklich verpennt, muss man einfach so sagen. Natürlich waren da, wie bei anderen Jugendveranstaltungen, auch ein paar Stasi-Spitzel dabei, das war normal. Aber wenn die gewusst hätten, dass Wolf Biermann da kommt, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Wahrscheinlich wäre er gar nicht erst dort angekommen. Die haben das aber irgendwie verschlafen und das hängt sehr wahrscheinlich damit zusammen, dass zu dieser Gemeinde ein Küster gehörte, der Biermann hieß. Das heißt, die Stasi war das in Prenzlau gewohnt, dass Biermann irgendwie, der Name Biermann da auftauchte. Also das ist jedenfalls so, geht das dann auch aus den Stasi-Unterlagen hervor. Jedenfalls reden sich die Stasi-Offiziere, die da mächtig wahrscheinlich was auf den Deckel gekriegt haben, weil sie nicht geschaltet haben, damit raus, und wahrscheinlich war das auch der Grund. Und dann kam das Konzert und es war sensationell. Also wir hatten gerade ein frisches
Kassettentonbandgerät aus dem Westen geschenkt gekriegt und wir saßen auf den Altarstufen, um möglichst nah dran zu sein, hielten das auf den Knien und das Mikrofon hoch und Biermann sang und ich kannte ja die Lieder, die meisten Leute in der Kirche kannten die und konnten die auch mitsingen, aber ihn einfach zu erleben und zu wissen, das ist hier DDR, das ist schon, da musste ich mir mal meinen Arm kneifen, um das für wirklich wahr zu halten. Das war schon was Besonderes und diese Tonbandaufnahme haben wir sehr geschützt. Viel, viel später hat die Havemann-Gesellschaft dann daraus so eine kleine CD gemacht, das ist sehr interessant zu hören. Und die Stasi hatte keine Aufnahme, die haben das, wie gesagt, verpennt. Von der Ausbürgerung an, das wird ja vielfach auch als der Anfang vom Ende schon bezeichnet, dann die frühen 80er Jahre. Sie schildern mehrere Situationen, wo Freundinnen, Freunde, Bekannte in den Westen gehen, ausreisen, das Land verlassen, natürlich Richtung 89 werden es immer mehr. Hatten Sie jemals den Eindruck, ich möchte das auch machen? Sie haben einmal einen Besuch in den Niederlanden gemacht, das war aber ein dienstlicher, kirchlicher Besuch. Aber hat es Sie nicht mal gejuckt zu sagen, ich will raus hier? Na, drüber nachgedacht haben wir natürlich immer wieder. Also das drängte sich ja auf, wenn Freunde gingen oder so. Mhm. Aber ich glaube, ich habe es auch nie ernsthaft erwogen. Dazu, also ich habe mein Leben als reich empfunden. Ich wollte auch nicht ohne meine Freunde sein. So, ich weiß nicht, wenn es die DDR noch länger gegeben hätte, ob mir das meine Kinder irgendwann vorgeworfen hätten, dass wir nicht in den Westen gegangen sind. Kann schon sein. Sie durften in der DDR kein Abitur machen zum Beispiel. Das ist ja nicht ohne. Das ist besonders ein Problem immer. Solange man selber nur die Konsequenzen trägt, kann man das ja entscheiden. Aber haben Erwachsene das Recht, sozusagen sich politisch zu engagieren und damit auch den Lebenslauf ihrer Kinder zu beschädigen? Mhm. Das ist eine Frage, die ich oft auch mit Jugendlichen diskutiert habe, wenn ich mit dem Thema so in Schulen gegangen bin. Sehr, sehr spannende Diskussionen werden das immer. Ja, also wir haben das nie wirklich ernsthaft erwogen, aber es war jedes Mal sehr, sehr schmerzhaft, wenn enge Freunde in den Westen gingen. Man hat es ja mal beschrieben mit jemand stirbt in den Westen und so war auch unser Gefühl. Wir wussten ja nicht, wann wir uns je wiedersehen und wir wurden schwächer dadurch, dass Leute in den Westen gingen und das hat wiederum dazu geführt, dass wir ungerecht wurden, haben uns ein bisschen erhoben, wir sind die Besseren, die standhalten, die bleiben. Ja, halten durch. Mhm. Aber das war natürlich auch so wie das Singen im dunklen Wald. In einer Passage beschreiben Sie das Land als Bruchbude und Heimat. Wie hält man das aus? Na, Heimat ist fast schon so zu besetzt, der Begriff. Den verwende ich gar nicht. Ich habe geschrieben, so mein, da lebe ich. Also das war einfach der Raum, in dem ich zu Hause war. Und ich habe versucht, an einer Stelle das zu beschreiben, wie das für mich war am 3. Oktober, als es die DDR plötzlich nicht gab, der ich wirklich keine Tränen nachweinte. Aber zum Lachen war mir auch nicht an dem Tag. Das war ja ein Teil meines Lebens und vielleicht habe ich an dem Tag begriffen, dass man zu etwas, an dem man sich ständig reibt und mit dem man ständig kämpft, auch eine Beziehung entwickelt. Und die musste erstmal abgewickelt werden. Das dauerte eine Weile. Wir überspringen mal die Jahre 87 bis 89, weil wir dazu nachher noch mal eine längere Passage aus Ihrem Buch hören werden. Dann plötzlich sind die beiden alten Länder eigentlich nicht mehr da, die Bundesrepublik und die DDR. Und die Begegnungen nehmen zu, Sie steigen in die Politik ein. Eine kleine Episode hat Herr Dietmar eben schon angesprochen. Die Grünen aus dem Westen, das Bündnis 90 aus dem Osten. Wo sind Sie am meisten auf Unverständnis gestoßen? Nur beim salatlöffelnden Joschka Fischer oder auch bei anderen? Nein, es ist auch ein bisschen ungerecht gegenüber Joschka Fischer, was ich da geschrieben habe, weil es war ja, also wir haben Bündnis 90 und die Grünen haben ja im Grunde genommen nochmal wie in so einem Reagenzglas das erlebt, was ganz Deutschland erlebt hat. Und diese Fremdheit war da, die ist auch in ganz anderen Bereichen da. Und von Gleichstellung kann überhaupt noch keine Rede sein. Klar, Herr Dittmar, wir haben jetzt einen ostdeutschen Bundespräsidenten und eine ostdeutsche Bundeskanzlerin, aber das war es dann auch schon fast. Wenn man sich mal umguckt in den Führungsetagen von Wirtschaft über regionalen Medien, Verbänden und so weiter, da können Sie die Ostdeutschen mit einer Lupe suchen. Das hat Gründe, ich will das jetzt auch wieder gar nicht so lamoyant drüber sprechen, aber das sind auch Signale, die natürlich im Osten auch gesehen werden und verstanden werden.
und 40 Jahre unterschiedliche Entwicklung, noch dazu mit der Wanderung verbunden. Das sind ja 4 Millionen ungefähr im Laufe der Jahre von Ost nach West gegangen. Und deren Kinder und Kindeskinder, ich wette hier, der Anteil derer hier im Raum, die irgendwie Familienwurzeln auch im Osten haben, wird nicht unerheblich sein. Und das ist aber trotzdem immer noch eine Fremdheit geblieben. Meine Kinder empfinden sie naturgemäß nicht mehr so wie ich, aber sie ist immer noch da. Und das liegt zum Teil auch daran, dass die sozusagen das Aufeinanderzugehen, das war eine sehr einseitige Leistung. Also immer die Frage, wie weit sind wir denn mit der deutschen Einheit, die wurde natürlich immer mit Blick auf die Ostdeutschen gestellt. Mhm. Wie weit seid ihr denn? Mhm. So, ne? Hat der Westen je begriffen, was ihm mit der Einheit widerfahren ist? Am liebsten würde ich darüber hier abstimmen lassen. Ach ja, also ich kann ja... Ich bin ja kein Meinungsforschungsinstitut. Ich kann sowas ja nur beantworten, so aus den vielen Gesprächen, die ich habe mit Freunden und mit anderen. Und natürlich ist schon unglaublich viel zusammengewachsen. Und ich glaube auch, dass viele im Westen das als eine Bereicherung inzwischen erleben. Ja, schön. Toll. Ist doch gut. Ist doch schön, sowas zu hören. Das ganz große Glück, hat die Dame ja vorhin gesagt. Das ist auch kein Widerspruch zu dem Unbehagen. Also natürlich ist es, also ich muss immer verweisen darauf, ich habe das an einer Stelle auch versucht zu beschreiben, wenn einem immer sozusagen suggeriert wird, du bist erst in Deutschland angekommen, wenn man dich kaum noch von anderen unterscheiden kann. Das größte Lob ist, Frau Birtler, man merkt gar nicht, dass Sie aus dem Osten sind. Das ist dann die Bestnote. Und solange das als Bestnote gilt, ist noch irgendwas falsch. Mhm. Allerdings muss ich jetzt auch wieder sagen, hat ein Freund, der aus dem Westen kommt und seit Jahren jetzt im Prenzlauer Berg gewohnt, sagt, du, das kenne ich auch, dass mir hier im Osten jemand sagt, du bist gar nicht so, man merkt gar nicht, dass du aus dem Westen bist. Mhm. Und das ist durchaus auch als Wertschätzung gemeint. Ne? Das dahinter steckt doch aber, dass das wechselseitige Bild jetzt nicht übermäßig freundlich ist. Wenn Ostler und Westler den anderen immer sagen, man merkt gar nicht, dass du gefällst mir, man merkt gar nicht, dass du von denen kommst, da bist. Ja. Ne? Mhm. Das heißt doch, dass sozusagen es doch wahrscheinlich noch ganz schöne, unangenehme Affekte gibt. Und ich muss ehrlich sagen, was manchmal so an Stammtischen geredet wird, wenn man das über Türken oder Griechen sagen würde, würde man einem das nicht durchgehen lassen. Ich würde gerne noch, bevor wir einen zweiten Teil hören, die Uhr geht unerbittlich voran, kurz auf die langen Jahre in der Behörde noch eingehen. Es war eine ganze Zeit schon vergangen, bis Sie dann zur Bundesbeauftragten wurden. War das für Sie das Gefühl, oh je, jetzt muss ich nochmal so richtig in den alten Sumpf hinabsteigen? Oder war es für Sie eher das Gefühl, okay, jetzt bin ich mit Aufräumarbeiten beschäftigt, die leider sein müssen, aber es ist auch eine positive. Ich habe, bevor ich ins Amt ging, als ich gefragt wurde, genau diese Angst gehabt. Mhm. Ich finde ja das Thema wichtig und Stasi-Akten auch, aber soll ich die jetzt wirklich in den Mittelpunkt meines Lebens stellen? Und also davor hatte ich gehörigen Respekt, auch wollte ich ganz gerne, ich war inzwischen gerade wieder so schön privatisiert, jetzt wieder eine öffentliche Person zu werden, das fand ich auch nicht so verlockend. Und dann habe ich es gemacht und es hat mir wirklich nicht ein einziges Mal leid getan. Es war eine sehr, sehr, sehr interessante Aufgabe. Und auch wenn es manchmal ziemlich schwer war und ich nochmal viel dazu lernen musste, auch darüber, was Menschen antun können, habe ich aber eben auch die andere Seite kennengelernt. Das, was wir in den Akten finden, das sind ja auch diese ganzen wunderbaren, tollen Geschichten über Menschen, die widerstanden haben, unangepasst waren, einfach ihr Ding gemacht haben und sich nicht gefügt haben. Das ist ja auch ein Schatz, der da überliefert ist. Ja, das habe ich erfahren, aber ich habe eben vor allen Dingen auch immer wieder diese Genugtuung erlebt. Wir haben es geschafft, dass diese Akten nicht vernichtet, sondern aufbewahrt wurden und wir haben sie. Und sie helfen Menschen, mit ihrem Leben klarzukommen und wir lernen etwas über die Diktatur. Das war eine Aufgabe, weil sie sinnvoll war und auch, weil ich mit tollen Leuten in Berührung gekommen bin, natürlich.
Wäre es sinnvoll, die Akten irgendwann zu schließen? Überhaupt nicht. Das ging auch gar nicht. Die Forderung gibt es ja immer mal wieder. Nein, es gibt jetzt, das wird eine Diskussion geben, die gibt es aber auch schon, solange es die Behörde gibt, ob die Akten nicht ins Bundesarchiv kommen und so weiter. Aber dass die Akten weiter zugänglich bleiben müssen, darüber sind sich zum Glück alle einig, auch im Bundestag. Fragt sich nur, in welcher Form das geschieht und ob man nicht irgendeinen Zweck verfolgt und dabei Kollateralschäden entstehen und der Zugang zu den Akten dann erschwert wird. Das sehe ich als eine reale Gefahr an. Aber dass die Akten zugänglich bleiben sollen, darüber gibt es eigentlich einen Konsens. Und das ist auch gut so, nicht nur für Individuen, sondern das ist auch ein ganz wichtiges zeitgeschichtliches Archiv, was wir dauerhaft brauchen werden. Wir machen einen Zeitsprung zurück, 1987, 88, 89 und hören jetzt ein paar Abschnitte aus den Jahren der Wende. Ja, wo geht denn das los? Ja, ich fange absichtlich 1987 an, um deutlich zu machen, das, was im Herbst 89 passiert ist, das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Das ist entstanden und hat sich aufgebaut. Und so ein paar kleine Blitzlichter möchte ich Ihnen hier zu hören geben. Der Pilgerweg findet am Abend des 5. September 1987 statt. Mehrere hundert Teilnehmer ziehen mit Transparenten durch den Bezirk Prenzlauer Berg, in den Händen brennende Kerzen. In der Zionskirche haben wir mit einem Friedensgebet begonnen. Die nächste Station war die Segenskirche, wo wir, begleitet von Paukenschlägen, auf einer projizierten Europakarte Orte eingeblendet haben, an denen Mittelstreckenraketen stationiert sind. Nun stehen wir Ecke Kollwitz-Knagstraße vor der berühmten Skulptur einer Mutter, die mit ausgebreiteten Armen ihre Kinder beschützt. Die Baulücke, in der sie steht, wird in den 90er Jahren wieder geschlossen werden und die Skulptur auf das Gelände des Bezirksamts Pankow in der Fröbelstraße umziehen. In dem Haus, das 1945 weggebombt wurde am heutigen Kollwitzplatz, wohnten einst die Bildhauerin und Grafikerin Käthe Kollwitz und ihr Mann Karl. Letzterer, ein Arzt, war damals in der Gegend bekannter und beliebter als seine bereits berühmte Frau, weil er alle behandelte, die in seine Praxis kamen, auch wenn sie nicht bezahlen konnten. Rudi Panke, ein bekannter Berliner Jugendpfarrer, erinnert mit ein paar Worten an die beiden, ehe wir zu Elias und danach zur Gethsemane-Kirche weitergehen. Passanten auf der Straße starren uns mit offenen Mündern an oder schauen schnell weg. Einige schließen sich dem Zug an und der Fahrer der Hochbahn über der Schönhauser Allee verlangsamt seine Fahrt und grüßt uns mit lang anhaltenden Signalen. Der Pilgerweg verläuft ohne unangenehme Zwischenfälle. Ich bin euphorisch. Wir demonstrieren und niemand hält uns auf. Niemand wird verhaftet. In der folgenden Nacht liege ich schlaflos im Bett und lasse die Szenen, die mir jetzt fast unwirklich vorkommen, noch einmal an mir vorbeiziehen. Wenn das heute möglich war, was würde noch alles möglich werden? Erst im Nachhinein stellt sich ein etwas zwiespältiges Gefühl ein. War es richtig gewesen, von den Teilnehmenden zu verlangen, dass sie sich auf das Thema Abrüstung beschränkten? Und hatte ich nicht beobachtet, wie Konsistorialpräsident Manfred Stolpe, der auf einmal zugegen war, sich am Rand mit Männern verständigte, die niemand von uns kannte? Was sollte das? Ich war erst ein paar Wochen in meinem neuen Amt, also als Stadtjugendwartin in der evangelischen Kirche, als Freier Klier in Begleitung von Günter Jeschonek ins Stadtjugendveramt kam und mir von der Idee eines Berliner Pilgerwegs erzählte. Freier kannte ich aus der solidarischen Kirche, sie war Regisseurin, hatte aber Berufsverbot und führte zusammen mit ihrem Lebensgefährten Stefan Kraftschick politische Programme mit Liedern und Texten in kirchlichen Räumen auf. In Gedanken an den ein Jahr zuvor ermordeten schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme fanden in Europa Friedensmärsche statt. Der staatsnahe DDR-Friedensrat stimmte begeistert zu, dass die DDR teilnahm, denn der SED kam ein solcher Friedensmarsch gerade recht. Im September würde auch der seit langem geplante Besuch Erich Honeckers in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. Dass die Kirchen sich am Friedensmarsch beteiligen würden, lag dagegen ganz und gar nicht im Interesse der SED. Man lud sie erst auf Druck der bundesdeutschen Vertreter im Internationalen Vorbereitungskomitee ein.
Damit war auch der Weg für die Beteiligung unabhängiger Friedensinitiativen, die sich unter dem Dach der Kirche gesammelt hatten, frei. Die Gruppen bereiteten sich darauf vor, mit eigenen Transparenten am geplanten Pilgerweg von Stralsund nach Dresden teilzunehmen. Ein absolutes Novum in der DDR. Berlin allerdings war bei der Planung ausgespart worden. Freier fand das nicht in Ordnung und ich war sofort ihrer Meinung. Es brauchte nicht viel Mühe, meine Kollegen im Stadtjugendveramt zu überzeugen und wir begannen damit, Interessierte aus den umliegenden Gemeinden und den Basisgruppen zusammenzubringen. Damit unsere Demo nicht gleich an der ersten Ecke von Polizei und Stasi gestoppt wurde, brachte Wolfram Hülsemann, der Stadtjugendpfarrer, die Angelegenheit bei Dr. Musler vor, dem Leiter des Referats für Kirchenfragen beim Magistrat von Groß-Berlin. Wolfram traf sich öfter mit ihm, entweder weil er einbestellt wurde oder weil er selbst ein Anliegen hatte, so wie diesmal. Für meinen Geschmack fanden solche Gespräche etwas zu oft statt, aber natürlich profitierten wir auch von diesen Kontakten, weil sie die oft angespannte Situation deeskalierten. Außerdem war ich sicher, dass Wolfram kein doppeltes Spiel spielte. Nein, berichtete uns Wolfram anschließend, von staatlicher Seite gäbe es keine Einwände gegen einen Pilgerweg in Berlin, aber man wolle doch Genaueres zur Planung wissen. Und vor allem sollten die Veranstalter zusichern, dass keine Transparente oder Losungen mitgeführt würden, die mit dem Thema Abrüstung nichts zu tun hatten. Das Ganze sehe man schließlich auch als einen Test an. Nur wenn die Veranstalter die Verabredungen respektierten, könnte man sich auch in Zukunft vorstellen, derartige Wagnisse einzugehen. Ob denn der Stadtjugendpfarrer gewährleisten könnte, dass die Teilnehmer, ja, das könne er, sagte mein Freund und Kollege Wolfram, und damit waren die Probleme vorgegeben. Schon in der ersten gemeinsamen Beratung krachte es zwischen den künftigen Pilgern. Sie dächten ja gar nicht daran, sich vorschreiben zu lassen, welche Transparente sie mit sich führten, riefen Ulrike Poppe und Wolfgang Templin und hatten recht damit. Ohne die Zusage, die Wolfram dem Magistrat gegeben hatte, würde es jedoch nicht nur keine zugelassene, sondern überhaupt keine Demo geben, hielten Wolfram und ich dagegen und hatten damit auch recht. Der offizielle Friedensmarsch begann am 1. September in Stralsund und endete am 18. September mit einer Kundgebung in Dresden. Besondere Aufmerksamkeit galt der Wegstrecke zwischen Ravensbrück und Sachsenhausen. Für die 80 Kilometer zwischen den beiden KZ-Gedenkstätten hatte die Aktion Sühnezeichen zu einem Pilgerweg aufgerufen, an dem sich viele Unabhängige beteiligten. Die mehr als 500 Personen trugen Transparente und Schilder mit Losungen, deren Inhalt sonst verboten war, so zum Beispiel Schwerter zu Flugscharen oder Friedenserziehung statt Wehrunterricht. Außerdem gab es Plakate für den Schutz der Umwelt und gegen Atomkraftwerke. In der aktuellen Kamera, der Hauptnachrichtensendung des DDR-Fernsehens, war von all dem natürlich nichts zu sehen. Und in Oranienburg tauchten plötzlich tausende bestellter Demonstranten auf, die sich an die Spitze des Zuges setzten, um die Plakate der Unabhängigen möglichst unsichtbar zu machen. Die Bilder der für die DDR-Verhältnisse sensationellen Transparente erreichten die Fernsehzuschauer in der DDR dennoch, via Westfernsehen. Die Rechnung der SED-Führung, die sich einen friedenspolitischen Prestigegewinn erhofft hatte, war nicht aufgegangen. Stattdessen war die unabhängige Friedensbewegung in der Öffentlichkeit so präsent wie nie zuvor. Sobald Erich Honecker von seinem Besuch in der Bundesrepublik zurückgekehrt war, wurden jedoch alle weiteren Versuche unabhängiger Demonstrationen im Keim erstickt und Plakate beschlagnahmt. Der Olof-Palme-Pilgerweg blieb ein einmaliges Ereignis. Die Erfahrung der Beteiligten und die Bilder, die von den Demonstrationen bekannt wurden, wirkten dennoch ermutigend und motivierend. Die Opposition wurde von Monat zu Monat selbstbewusster und mutiger. Von da an überschlugen sich auch die Ereignisse. Es gab immer wieder neue Herausforderungen für uns und damit auch für die Stasi, die irgendwann die Umweltbibliothek überfiel. Und dann, weil das nicht den erhofften Erfolg brachte, am 15. Januar 88 dann eine Gruppe von bekannten Dissidenten verhaftete und unter Druck setzte, sodass diese in den Westen gingen. Einige konnten wenigstens noch aushandeln, dass sie nach 6 Monaten zurückkehren würden. Das waren
Werner Fischer und Bärbel Bohley. Für uns in der Opposition war das furchtbar, dass die gleich in den Westen gegangen sind. Wir fanden, dass sie nachgegeben hatten. Wir haben erst sehr viel später erfahren, dass man ihnen auch falsche Informationen gegeben hatte. Später stellte sich heraus, dass einer der Anwälte für die Stasi gearbeitet hat. Dann war das halbe Jahr um und die beiden kamen wieder zurück. Inzwischen hatte sich auch viel bewegt. Die Oppositionsgruppen vernetzten sich immer mehr, hatten ein Kontakttelefon gegründet, mit dem sie in Verbindung kamen. Und von einem dieser Dissidenten, von dem Werner Fischer, will ich hier kurz erzählen. Bärbel Bohley und Werner Fischer waren tatsächlich nach 6 Monaten am 3. August 1988 in die DDR zurückgekehrt. Die SED wollte offenbar keine neue Solidaritätswelle riskieren, indem sie den beiden die zugesagte Einreise verwehrte. Werner stieg nach seiner Rückkehr sofort wieder in die Oppositionsarbeit ein, als sei er nie weg gewesen. Wir waren uns früher bei verschiedenen Anlässen zwar begegnet, kannten uns aber nicht besonders gut. Doch nun fanden viele Vorbereitungstreffen und Veranstaltungen wegen der Ossietzky-Affäre statt, an denen wir beide beteiligt waren. Meistens gingen wir danach noch etwas trinken im Wiener Café, in der Schönhauser Allee oder im Mosaik in der Prenzlauer Allee. Groß war die Auswahl an Kneipen nicht, aber wir waren auch nicht anspruchsvoll. Es dauerte nicht lange, bis wir keine Versammlung mehr brauchten, um uns zu treffen. Wir hatten uns ineinander verliebt und wurden ein Paar. Eine neue Liebe und aufregende Zeiten, das war eine wunderbare Mischung. Werner hatte zahlreiche Kontakte, war mit vielen in Ostberlin akkreditierten Journalisten per Du, hatte früher als andere Dissidenten die Rolle der Westmedien erkannt und nutzte sie geschickt für unsere Zwecke. Ich bewunderte, wie furchtlos er agierte. Nicht ohne sich gelegentlich ein wenig über seine intellektuellen Freunde in der IFM lustig zu machen, zu denen er sich ausdrücklich nicht zählte. Manchmal schien mir, als sei die DDR für ihn nicht nur eine Diktatur, sondern auch eine Art von Abenteuerspielplatz. Einmal standen wir am offenen Fenster, ein paar Freunde waren gekommen und wir feierten. Unten auf der Straße stand der Lader der Stasi mit 5 Männern drumherum, die offenbar den Auftrag hatten, Werners Haustür nicht aus den Augen zu lassen und dafür zu sorgen, dass er und seine Gäste das bemerkten. »Sieh sie dir an«, sagte er, »die armen Schweine, was denen wohl durch den Kopf gehen mag, wenn sie uns hier oben sehen.« Er hatte recht. Seit Stunden standen sie da unten in ihren merkwürdigen Blousonjacken, an denen man Funktionäre und Staatsdiener meist schon von Weitem erkannte, traten von einem Bein aufs andere, schauten zu unseren Fenstern hoch, hörten die Musik und das gut gelaunte Stimmengewirr, sahen, wie wir lachend am Fenster standen, Gläser und Zigaretten in der Hand. Wir, das spürten wir auf einmal deutlich, wir waren die Lebendigeren und die Stärkeren, die mit der Lust am Leben, jedenfalls an diesem Abend. Fast empfanden wir ein wenig Mitleid. An anderen Tagen gab es weniger zu lachen. Wenn Werner nach Hause kam und die Vorladung zum Verhör nicht im Briefkasten fand, sondern jemand sie direkt auf die Flurgarderobe in seiner Wohnung gelegt hatte. Oder wenn Dinge offenkundig an einem anderen Platz lagen beim Verlassen als beim Verlassen der Wohnung. Ein paar Mal wurde er morgens zur Befragung in die Stasi-Zentrale nach Berlin-Lichtenberg einbestellt und ich setzte ihn, bevor ich ins Stadtjugendveramt fuhr, mit meinem Diensttrabant in der Normannenstraße ab. Da konnte er dann schon wieder lachen. Ist ja, als wenn du mich zur Arbeit fahren würdest. Diese Art von Humor half ihm wohl auch, mit bösen Erinnerungen an seine Jugend fertig zu werden. Lange Haare, Rockmusik, Freunde, alles, was ihm Spaß machte, war seinen Eltern verdächtig und die Schlaghosen, für die er das Geld mühsam zusammengespart hatte, weil man sie in den späten 60er Jahren einfach haben musste, wanderten vor seinen Augen in den Ofen. Als 16-Jähriger verließ er das Elternhaus, wurde Rohrleitungsmonteur und im Alter von 19 Jahren zu den Grenztruppen eingezogen, überstand das zum Glück, ohne sich schuldig zu machen, verdiente sich später sein Geld als Bühnenarbeiter am Theater, dann als Werbeorganisator. Von seinen Eltern sprach er nur voller Verachtung. Aus seinen Stasi-Akten erfuhr er später, dass die eigene Mutter der Staatssicherheit regelmäßig über ihren Sohn berichtet hatte. Doch als er das las, war sie schon schwer krank und nicht mehr ansprechbar.
Das liest sich irgendwie, erzählte er mir, als hätte sie mich schützen wollen. So ließ sich der Verrat durch die Mutter besser ertragen. Jetzt mache ich einen Sprung in das Jahr 1989. In Ost-Berlin war das Zentrum, an dem sich Menschen trafen, Oppositionelle und alle, die neugierig waren oder das Leben in der DDR einfach satt hatten, war für sie das Zentrum in der Gethsemane-Kirche. Der 9. Oktober 1989 ist ein Montag. Die Türen der Gethsemane-Kirche sind seit Tagen rund um die Uhr offen. Auf der niedrigen Mauerbrüstung vor dem Eingang brennen immerzu Kerzen, die mittlerweile ein kleines Wachsgebirge bilden. Über der Tür hängt ein weithin sichtbares Transparent mit der Aufschrift »Wachet und betet«, Mahnwache für die zu Unrecht Inhaftierten. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, die Kirche ist Zufluchtsort und Nachrichtenzentrale, Unruheherd und Ruhepunkt in einem. Sie ist die schönste Kirche im Norden Berlins. Die Abendsonne steht hier am besten. Da leuchten die Backsteinwände in wunderbar warmen Brottönen. Obwohl sehr groß, wirkt der freistehende Bau nicht massig und bedrohlich, sondern geradezu einladend. Wer in den hinter der Kirche gelegenen Gründerzeithäusern wohnt, kann von Glück sagen, ein ruhiges Viertel mit einem Spielplatz und alten Bäumen, gleich daneben die Greifenhagener Brücke, von der aus man zum S-Bahnhof Schönhauser Allee gelangt. Ist man eingetreten, werden die Schritte auf dem Weg vom Eingang zum Altar leichter. Das liegt daran, dass es ein wenig bergab geht, wie im Theater. Ein Zuschauerraum ist das Kirchenschiff trotzdem nicht. Mit den Emporen, die auf beiden Seiten bis zum Altarraum reichen, ähnelt es eher einem Forum. Allein schon dieser Raum hätte der Grund dafür gewesen sein können, dass die Gethsemane-Kirche zum Berliner Mittelpunkt der Revolution im Herbst 1989 wurde. Es gibt Orte und Gebäude, die über Generationen von einem guten Geist erfüllt sind. Dieser hier gehört dazu. Ich beschreibe dann die verschiedenen Gruppen, die da zu Gange sind. Diese Kirche ist ja Tag und Nacht geöffnet in diesen Tagen, in diesen Oktobertagen, Anfang Oktober. Menschen fliehen dahin und vom 7. bis am, beginnend am 7. Oktober, dem 40. Jahrestag der DDR, hatten wir eine neue Situation. Der wurde ja von der DDR mit großem Pomp gefeiert. Aber am Rand der Feierlichkeiten bildete sich am Alex dann eine spontane Demonstration, die von der Polizei dann angegriffen wurde. Es gab Prügelszenen und es kam zu Massenverhaftungen. Die Gethsemane-Kirche wurde belagert und es herrschte große Angst. Wir saßen an unserem Kontakttelefon im Gemeinderaum der Gethsemane-Kirche und bekamen von überall her Informationen, dass Menschen auf LKWs verladen worden waren, mit unbekanntem Ziel weggefahren wurden. Das heißt, jetzt war das eingetreten, was wir am meisten befürchtet hatten. Sie hatten nochmal mit Gewalt versucht, das Volk zur Raison zu bringen. Der 4. Juni 1989 war ja noch nicht lange her. Das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und die DDR-Regierung war ja die einzige, fast die einzige weltweit, die der chinesischen Führung damals gratuliert hatte zu diesem Vorgehen des Militärs. Und das war ja auch ein Signal in unsere Richtung. Ja, es herrschte also wirklich Angst, die wir gar nicht als solche wahrnahmen. Wir waren viel zu aufgeregt, aber ich habe das hier auch im Buch als Faksimile drin, wenn Ulrike Poppe mir eine Vollmacht übergeben hat, wo drin steht, dass für den Fall der Verhaftung von ihr und ihrem Mann ich das Recht habe, die Kinder zu mir zu nehmen, dann ist das ja ein Zeichen, dass wir uns Sorgen machten und Angst hatten. Ja, der 9. Oktober also, zehn Tage voller Angst, Unruhe und Empörung waren seit dem Ausbruch der Gewalt am Abend des 7. Oktober vergangen. Der 9. Oktober war ein Montag und an Montagen wurde seit einigen Wochen in Leipzig demonstriert. Von Woche zu Woche nahmen mehr Menschen teil. Die Leipziger und viele andere, die eigens hierfür in die Stadt kamen, trafen sich in der Nikolaikirche zum Friedensgebet und zogen danach los auf die Straße. An diesem Montag nun wurden so viele Menschen erwartet, dass die Friedensgebete gleichzeitig in vier großen Kirchen der Innenstadt stattfanden. Die Parteiführung und die Sicherheitskräfte waren so nervös wie nie zuvor. Gerüchte, die niemand exakt zu bewerten wusste, machten die Runde.
Schulen und Kindergärten in der Stadt seien geschlossen worden, die Krankenhäuser befänden sich in Alarmbereitschaft, Blutkonserven seien aus anderen Städten angefordert und Ärzte auf die Behandlung von Schussverletzungen vorbereitet worden. Es habe Truppenbewegungen gegeben, rund um das Leipziger Stadtzentrum stünden bewaffnete Bereitschaftspolizei und schwere Fahrzeuge bereit, um gegen Demonstranten vorzugehen. Viele dieser Informationen bestätigten sich im Nachhinein. Und ob am Abend Schüsse fallen würden oder nicht, stand für einige Zeit tatsächlich auf Messers Schneide. Während die Leipziger in ihre Kirchen strömten, bereiteten wir in Berlin uns auf die Fürbittandacht um 18 Uhr vor und auf eine weitere Nacht, in der es wahrscheinlich erneut zu Gewalt und Verhaftungen kommen würde. Die Gethsemane-Kirche füllte sich trotz der Belagerung durch Polizei und Staatssicherheit und trotz der Kontrollen in der Umgebung. Angesichts der bedrohlichen Szenerie draußen fühlten wir uns in der Kirche vergleichsweise sicher. Unsere Angst richtete sich auf Leipzig. An diesem Tag schien denkbar, was sich bisher noch niemand hatte vorstellen wollen, dass die SED mit Waffengewalt gegen das eigene Volk vorgehen würde. Wir zögerten, die alarmierenden Berichte unserer Leipziger Freunde, die uns telefonisch erreichten, öffentlich weiterzugeben. Würden sie Panik erzeugen? Und wie sollten wir Gerüchte und Tatsachen unterscheiden? In der Kirche selbst befand sich kein Telefon. Zwei von uns blieben deshalb im Büro, um keinen Anruf zu verpassen und, sobald Nachrichten eintrafen, den in der Kirche Versammelten Bescheid zu geben. In der Gethsemane-Kirche war die Spannung mit Händen zu greifen. Mehr als 2000 Menschen waren beisammen, sangen, hörten den Gebeten zu oder beteten selbst, folgten aufmerksam den Erklärungen und Informationen und spürten dabei, dass die Situation sich zuspitzte und auf eine Entscheidung zulief. Niemand sprach darüber, aber ich ahnte, dass es vielen so ging wie mir. Vor meinem inneren Auge blitzten Bilder auf, die ich aus Filmen oder Nachrichten kannte. Panzer in den Straßen, Männer in Kampfanzügen und mit Maschinengewehren, blutüberströmte Menschen, Gewalt. Endlich kam der Anruf aus Leipzig, auf den wir gewartet hatten. Till Böttcher hatte die Nachricht am Telefon mit seinem Diktiergerät mitgeschnitten und nun spielte er die Aufnahme in der Gethsemane-Kirche ab. »Der Ring ist geschlossen«, lautete die Botschaft. Gemeint war die mehrspurige Straße, die das Leipziger Stadtzentrum umschließt und Schauplatz der Montagsdemonstrationen war. Die Leipziger demonstrierten unbehelligt. Voller Ungewissheit, was sie erwarten würde, hatten sie sich beim Verlassen der Kirchen bei den Händen gefasst oder einander untergehakt und waren losgelaufen. Die ergreifenden Szenen und Berichte über diesen Abend erreichten uns freilich erst später. Und den Vermerk des Protokollanten des MFS konnten wir erst Jahre danach lesen. Um 18.35 Uhr notierte er in Leipzig, Zitat, vorbereitete Maßnahmen zur Verhinderung, Auflösung kamen entsprechend der Lageentwicklung nicht zur Anwendung. Zitat Ende. Während Till das Abspielgerät an das Mikrofon hielt, war es mucksmäuschenstill. Dann brach Beifall aus und viele lagen sich vor Freude in den Armen. Unsere Erleichterung war grenzenlos. Und siehe da, als jemand die schwere Kirchentür öffnete, hatte sich auch draußen die Situation verändert. Die Belagerung hatte sich aufgelöst, stattdessen brannten unzählige Kerzen nicht mehr nur auf dem Vorplatz der Kirche, sondern in vielen Fenstern rundum und mitten auf der Stargarder und der Greifenhagener Straße. Die Bewohner der umliegenden Häuser mussten sie dort aufgestellt haben. Werner Fischer und Jürgen Gernitz kletterten im Kirchturm nach oben und ließen die Glocken läuten. Es war kaum zu fassen. Die Machthaber waren auf dem Rückzug. Noch war nichts entschieden, das wussten wir, aber wir genossen ihn zum ersten Mal, den Geschmack der Freiheit. Wir waren erleichtert, übermütig, machten Witze, umarmten uns und erzählten uns gegenseitig immer wieder, was wir gerade erlebt hatten. Was Freiheit bedeutet, wird in meiner Erinnerung dauerhaft mit den Bildern und der Erfahrung dieses Abends verknüpft sein. Heute ist es nicht der 9. Oktober, sondern der 9. November, der weltweit in der Literatur und in Schulbüchern zum Symbol der Befreiung geworden ist. Doch nicht der Mauerfall brachte den Menschen in der DDR die Freiheit, es war umgekehrt.
Der Fall der Mauer war möglich, nachdem die Bürgerinnen und Bürger sich ihre Freiheit erkämpft hatten. Und ohne den Freiheitskampf der Menschen in Polen, Ungarn und der CSSR hätten sie es nicht geschafft. Für jene, die am Abend des 9. Oktober 1989 an den Fürbittandachten teilnahmen oder auf den Straßen demonstrierten, ist und bleibt dieser Abend das wahre Datum der Revolution. Neben unserer Bühne, Frau Birtler, hängt der Slogan der Körperstiftung für Menschen, die nicht alles so lassen wollen, wie es ist. Ich habe jetzt beim Zuhören immer im Hintergrund das Plakat gesehen. Sie fragen sich auch selbst in Ihrem Buch, wie kommt es, dass manche Menschen, vielleicht wenige Menschen, den Impetus zur Veränderung, Opposition, wenn es sein muss, sogar Widerstand in sich verspüren und den dann auch leben und andere, viele andere nicht. Haben Sie eine Antwort gefunden? Das ist wirklich eine spannende Frage und ich habe schon früher, also noch vor 89, so angefangen, so meine dissidentischen Freunde da zu befragen. Und es gibt so ein Muster. Ich glaube, es gibt ja nicht den Tag, an dem man sozusagen nach reiflichem Nachdenken überlegt, ab morgen bin ich im Widerstand. Das gibt es, glaube ich, nie so. Sondern es fängt meistens damit an, dass Menschen an irgendeiner Stelle anfangen, ihre eigene Würde oder Integrität oder Selbstbestimmung zu verteidigen. Mit mir nicht. Oder jetzt reicht's mir, das lasse ich mit mir nicht machen. Oder Gerhard Schöne, der hat mal ein Lied gemacht, dieser DDR-Liedermacher. Da ist das ganz schön eingefangen. Er hat einen jungen Mann beschrieben, der eigentlich nur immer Kröten davor schützen wollte, dass Autofahrer die überfahren, weil die immer die Straße überquerten. Also hat er ein Schild gemalt, Autofahrer aufpassen, Kröten. Dann kam der ABV, der Abschnittsbevollmächtigte, und sagte ihm, Schilder aufstellen ist hier verboten. Hatte er schon zwei Themen. Und während er sich noch damit auseinandersetzte, traf er andere, die von ganz anderen Themen herkamen und sich eigentlich nur für eine Sache oder für ein Thema stark machen wollten, dann auf Widerstand stießen und sich dann aber auch mit dem Widerstand auseinandersetzen. Also das ist zumindest so ein Muster, das für viele eine Rolle gespielt hat. Trotzdem muss man sich ja fragen, warum die einen dazu in der Lage sind, sowas zu tun und die anderen nicht. Ich glaube, dass das sehr, sehr früh im Leben beginnt. Zumindest ist das eine von mehreren Antworten, die ja alle wahr sein können. Also ich denke mir immer, dass sehr kleine Menschen, denen es erlaubt ist, ein Gefühl für die eigene Würde und für die eigene Integrität zu entwickeln, schon als Babys und kleine Kinder, und die das auch später dürfen, dass die dann später auch eher das Zeug dazu haben, ihre Würde und Integrität zu verteidigen und dann auch die anderer. Nur so kriegt man ein Gefühl dafür. Also zumindest, glaube ich, spielt das eine sehr wichtige Rolle, weshalb ich das so wichtig finde, sich über den Umgang mit Kindern, ich will das gar nicht immer nur Erziehung nennen, über den Umgang mit Kindern zu verständigen. Das ist ganz bestimmt nicht der einzige Grund, aber ein Schlüssel bestimmt. Wir möchten gern auch Ihnen, meine Damen und Herren, noch die Gelegenheit geben, jetzt Frau Birtler Fragen zu stellen, sei es zu dem, was Sie gehört haben, sei es zu dem, was Sie vermissen und noch nicht gehört haben. Ergreifen Sie die Chance. Es gibt zwei Kollegen im Saal, die Mikrofone haben. Kleines Handzeichen genügt und dann können wir gerne jetzt noch eine kleine Fragerunde einleiten. Bitte schön. Guten Abend. Ja, man hört es. Gut, mein Name ist Axel Wartwig. Ich bin gebürtiger Hamburger und habe eigentlich die Revolution, wie Sie es auch nannten, aus der Entfernung aus Hamburg kennengelernt oder gesehen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es nach meinem Dafürhalten eine Revolution gewesen ist, die sehr unblutig stattfand. Und ich fand das sowieso etwas Bemerkenswertes, was aber nach meinem Dafürhalten in der Politik oder in der Wahrnehmung der Bevölkerung nicht unbedingt so wertgeschätzt wird, wenn ich sehe, wie das in anderen Ländern passiert. Und die Frage, die ich dann an Sie hätte, Sie sagen, dass die Kirche letztendlich einen Rahmen gegeben hat. Meinen Sie, dass das auch dazu beigetragen hat, dass es so unblutig abgelaufen ist, die Revolution? Also zunächst mal gebe ich Ihnen recht und insbesondere in der aller jüngsten Vergangenheit, als ich die Bilder sah vom Maidan beispielsweise oder von den Schüssen auf Demonstranten, da
Da ist es mir nicht zum ersten Mal immer wieder so gegangen, dass ich dachte, mein Gott, was hatten wir für ein Glück, wir müssen keine Toten betrauern. Unblutig ist vielleicht eine Übertreibung, die waren ziemlich gewalttätig in diesen Oktobertagen, aber wir müssen wenigstens keine Menschenleben beklagen und dafür können wir dankbar sein. Dass es so war, hatte ganz sicherlich mehrere Gründe. Schon seit Jahren, seit den 70er Jahren hatte die SED auch immer großes Interesse daran, international als ein humaner Staat dazustehen. Deswegen wurden die Repressionsmethoden auch immer subtiler. Und dann war die DDR, also wenn man jetzt nachträglich Dokumente liest der SED und auch der Stasi, muss man auch feststellen, die waren in einem ziemlich desolaten Zustand, auch der Ratlosigkeit. Also die hatten, beispielsweise haben die in Leipzig, dass da nicht geschossen wurde, ist nicht etwa Egon Krenz zu verdanken, der das für sich in Anspruch nimmt. Die haben da, also das kann man nachlesen, die haben fieberhaft versucht, irgendwie Befehle aus Berlin zu kriegen an diesem Abend in Leipzig. Und die kriegten keinen und haben dann halt selber entschieden, es wird nicht geschossen. Also das, daran sieht man schon, dass die auch in einem maroden Zustand war. Ich glaube ja, das war Lenin, der mal gesagt hat, Revolutionen entstehen, wenn die unten nicht mehr wollen und die oben nicht mehr können. Und beides gehörte wohl zusammen. In einem gesunden, starken, in einer starken, selbstbewussten Diktatur gibt es keine Revolution. Das sind immer zwei Sachen, die da zusammenkommen. Aber das andere hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Also wenn der Ausgangspunkt waren ja immer die Kirchen und dort gab es auch Gesang und wenn da viele Leute, Christen und Nichtchristen, also mehr Nichtchristen als Christen wahrscheinlich beisammenstehen und Dona Nobis Pacem singen und sich dabei in die Augen gucken und merken, dass ihnen das Mut gibt und Kraft gibt und sie sich bei den Händen fassen, dann hebt es sich schwerer Steine hoch hinterher, glaube ich. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ich will das nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Das wissen wir nicht genau, aber es kann auch dazu beigetragen haben, dass die Menschen sich nicht so schnell provozieren ließen und nicht so schnell gewalttätig wurden. Bitte schön, ja, hier vorne. Heinz Dreves ist mein Name. Sie haben in Ihrer Biografie Ihre Biografie 1989 zu Ende gehen lassen. Wie war das? Haben Sie da noch irgendeine Erfahrung sammeln können in dem Zeitraum nach 1990, wo doch die Enttäuschung unter den DDR-Bürgern beachtlich war? Ich denke an die Szene mit Helmut Kohl, wie er mit Eiern beworfen wurde. Wie haben Sie das wahrgenommen? Darf ich nur ein Missverständnis vielleicht ausräumen? Es gab zwei Lesepassagen. Das Buch geht bis in die Gegenwart hinein und auch über die Zeit in der Behörde ist einiges drin. Wir mussten ein paar Ausschnitte wählen, aber natürlich, die Zeit kommt auch das vor. Das ist auch gar nicht einfach, so sagen wir mal, ein rundes Ende einer Autobiografie zu finden, weil man lebt ja noch. Plötzlich stand ich vor dem Problem, wie lasse ich denn die Autobiografie enden, wenn ich noch weiterlebe. Aber irgendwie habe ich es dann doch versucht. Nein, also Sie sind ja jetzt auf das, also Ihr Stichwort war ja Enttäuschung, nicht wahr? Darum bezog sich Ihre... Bitte? Nach der Wende, die Zeit. Ja. Mhm. Also wenn man mal sich das anguckt, Enttäuschung heißt doch eigentlich, dass eine Täuschung verschwindet. Also wenn man sich nicht täuscht, kann man auch nicht enttäuscht sein. Und ich glaube wirklich, dass das größtenteils auch die Ursache von Enttäuschung war. Ich selber war nicht enttäuscht. Freilich sind viele Ideen oder Hoffnungen oder Visionen nicht in Erfüllung gegangen. Unter uns, bei manchen ist das auch ganz gut so gewesen. Aber vielleicht wusste ich auch schon zu viel vom Westen. Das kann natürlich sein. Aber es gab im Osten sehr viele, die wirklich den Westen als das gelobte Land ansahen und dachten, jetzt würden auch ihre ganzen persönlichen Probleme damit verschwinden. Aber sie nahmen sich natürlich mit in das vereinte Deutschland. Und dann merkten sie, sie sind nicht im Paradies. Wie war denn das? Das stammt von Jochen Gauck. Nicht? Wir träumten vom Paradies und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. Der Satz ist, glaube ich, von ihm. Und der, da komme ich her, da kann ich nur bestätigen. Es gibt Unterschiede. Der trifft's natürlich. Ich glaube, wir haben einen sehr normalen Vorgang erlebt, weil ich glaube, dass
dass es immer so ist, wenn etwas Neues passiert, dass es viele Wünsche, Visionen, Träume gibt und die gehen dann nachher nicht in Erfüllung. Die können gar nicht in Erfüllung gehen. Das ist auch nicht ihre Funktion. Ich glaube, die Funktion von Visionen und Träumen ist, dass man sich in Bewegung setzt und Kraft hat und nicht, dass das eins zu eins alles in die Wirklichkeit übersetzt wird. Und immer, wenn es darauf ankommt, haben Menschen so einen Überschuss an Hoffnung, damit sie sich entscheiden und was tun. Wenn es diesen Hoffnungsüberschuss nicht gäbe, gäbe es keine Ehen und keine Kinder zum Beispiel. Also etwas in die Zukunft hineinträumen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Treibstoff für Menschen, damit sie sich in Bewegung setzen und Kinder kriegen und Revolutionen machen zum Beispiel. Und dann kommt drauf an, wie man damit umgeht. Ob man sagt, okay, jetzt kommen die Mühen der Ebene, jetzt haben wir eine Weile geträumt, aber wir haben eine Menge geschafft, müssen wir mal sehen, was wird. Oder ob man dann ein für alle Mal sozusagen in diesen Visionen gefangen bleibt und alles, was man erlebt, daran misst. Das ist natürlich der große Unterschied, womit ich nicht sagen will, dass ich alles ganz prima finde, was ich heute erlebe. Und es gibt eine Menge, was ich auszusetzen habe, im Allgemeinen und auch im Besonderen, aber das ist doch normal. Und nur wer das nicht für normal hält, finde ich, ist verbittert und enttäuscht. Es gibt eine Menge solcher Leute, die mich immer seufzend angucken. So, Frau Bürtler, nicht dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen, stimmt's? Ich bin dafür auf die Straße gegangen, was wir heute erlebt haben. Ich lebe in einem freien Land, kann hinreisen, wo ich will, kann hier mit Ihnen reden, meine Meinung sagen, ohne dass die Stasi draußen steht. Das ist ja alles nicht so schlecht, oder? Und wenn ich denn die Leute frage, die immer, also manchmal möchte ich den Leuten, die immer so lahm und ganz, ist es nicht alles schrecklich und dann kann man nicht mal einen Ausreiseantrag stellen, ne? Weil wenn man sie nämlich fragt, wo sie denn lieber leben würden, da fällt ihnen nichts ein. Das gehört ja auch dazu. Noch eine letzte Frage vielleicht, jemand? Ja, bitte. Mhm. Maro ist mein Name, ich bin eine von den Weggegangenen 1988. Meine Frage nochmal, wie empfinden Sie das heute in der DDR ehemalig? Ist es nicht so, also mein Empfinden ist so für mich noch immer so, dass es immer noch ein gespaltenes Land ist, der Osten. Dass es einerseits die Oppositionellen ehemaligen gab, so wie Sie, und auch die anderen Zurückgebliebenen, die ja eigentlich die DDR immer so behalten wollten. Ist diese Spaltung nicht, also für mein Empfinden im Osten immer noch da? Also Sie haben jetzt sozusagen nur zwei mögliche verschiedene Haltungen beschrieben, abgesehen mal davon, dass die ehemaligen Oppositionellen ein ganz kleines Häufchen sind. Das zählt nicht nach, das bewegt sich im vierstelligen Bereich, die Opposition der DDR. Viel mehr waren das nicht. Aber es gibt, und dazwischen gibt es alles. Es gibt, ich weiß nicht, ob man von einem gespaltenen Land sprechen kann, wenn es einfach ein oder zwei Dutzend verschiedene Haltungen gibt zur DDR und auch zum vereinten Deutschland. Natürlich begegnet mir das immer wieder und für mich ist es auch immer wieder eine Herausforderung und auch ein Ärgernis, wenn Leute nachträglich die DDR verklären oder wenn in einer Umfrage Schüler mehrheitlich sagen, in der DDR war die Umwelt intakter als heute. Das ist wirklich ein Umfrageergebnis, da gibt es ja zum Teil auch eine ziemlich verstellte Sicht. Das ist ein Ärgernis und eine Herausforderung, aber was ich daraus schließe ist, dass wir uns ein bisschen Mühe geben müssen, dass die Demokratie immer attraktiver wird. Manche werden sie auch damit nicht bekehren können. Die sind so verhaftet in der früheren Welt oder leiden auch nachhaltig unter ihrem Bedeutungsverlust oder was auch immer. Oder sind wirklich Verlierer. Darf man ja auch nicht vergessen, dass es viele Menschen gab, die mit großen Hoffnungen 1990 dachten, jetzt könnten sie einen beruflichen Neuanfang wagen. Und dann wurde daraus nichts. Und der kleine Fernsehreparaturladen bei mir um die Ecke, der sich wirklich mit Not und Mühe über die DDR-Jahre geschleppt hat, der konnte auch keine Rücklagen natürlich, das ging ja gar nicht. Er hat es irgendwie geschafft und dann war er heilfroh, der Besitzer, jetzt kommt die Marktwirtschaft und zwei Jahre später hing ein Zettel an der Tür. Wir danken unserer treuen Kundschaft für jahrzehntelange
Treue, aber jetzt können wir die Miete nicht mehr bezahlen, dann musste er zumachen. Und so eine Leute sind nicht rückwärtsgewandt, die idealisieren auch nicht die DDR. Der ist einfach nur enttäuscht, weil er sich was anderes erhofft hat. Das gibt's auch. Bevor Sie draußen erstens das Buch erwerben können, zweitens es von Marianne Birtler auch signieren lassen können, wollen wir zum Abschluss noch eine kleine Passage, die Frau Birtler noch ausgesucht hat, hören, um dem Buch das letzte Wort zu geben. Frau Birtler, bitteschön. Ich habe mich noch gar nicht entschieden, was ich von drei kleinen Stellen... 10 Sekunden Zeit, das zu tun. Also ich bin ja noch dem Beweis schuldig, dass das Buch nach 1990 nicht aufhört. Deswegen lese ich jetzt etwas vor aus meiner ersten Zeit als Ministerin in Brandenburg. Meine Kollegen haben alles mit Bedacht inszeniert. Vor mir liegt das auf Büttenpapier gedruckte erste Schulreformgesetz für das Land Brandenburg. Daneben ein nagelneuer, edel aussehender Füllfederhalter. Im Vorzimmer stehen Tabletts mit Sektgläsern bereit. Ich nehme den Füllfederhalter in die Hand, atme tief durch und unterschreibe. Dann lehne ich mich zurück, schließe die Augen und gebe für einen Moment einem Gedankenraum, den ich noch nie gedacht, geschweige denn ausgesprochen habe. Es ist toll, Macht zu haben. In mir mischen sich Stolz und Genugtuung, auch Ungläubigkeit. Es würde dieses Gesetz ohne die Macht, die ich als Ministerin habe, nicht geben. Vielleicht ein anderes, weniger Gutes. Es wäre überhaupt alles ganz anders. Ich kehre zurück und schaue in die Gesichter der Kolleginnen und Kollegen um mich. Die zähle ich jetzt alle auf, das kann ich ja mal überspringen. Ich bedanke mich mit einer kleinen Rede bei allen. Blicke mit Ihnen zurück auf das vergangene halbe Jahr. Wir sind alle stolz und erleichtert an diesem Tag im Mai 1991. Fühlen uns durch den Erfolg verbunden, aber auch durch die Plackerei der letzten Monate, in denen wir alle mehr Zeit miteinander verbracht haben als mit unseren Familien und Freunden. Kaum einer verließ das Ministerium abends vor 22 Uhr, morgens um 8 ging es weiter. Niemand von uns wird diese Zeit vergessen. Über die aufregenden Anfänge der frühen 90er Jahre gibt es viele Geschichten. Auch in der Stasi-Unterlagenbehörde schwärmen sie später immer noch davon. Was haben wir für ein Chaos vorgefunden? Und was haben wir gearbeitet? Was mussten wir jeden Tag lernen und improvisieren? Und was hatten wir für Energie und für Spaß? Und wie müde waren wir abends? Und wie glücklich? Moment, geht gleich weiter. Wo ist diese Stelle, die nächste? Aha. Außer vielleicht in meinen ersten Lebensjahren habe ich noch nie so viel gelernt wie in diesen ersten Monaten im Ministerium. Gerd Harms, mein aus West-Berlin stammender Staatssekretär, weihte mich geduldig in die Geheimnisse der Verwaltung ein. Dass es beispielsweise durchaus vorteilhaft sei, Dienstwege einzuhalten und wichtige Vorgänge nicht im Schreibtisch zu horten. Boris Fahlbusch, Leiter der Rechtsabteilung, beobachtete entsetzt, wie Personalunterlagen offen im Vorzimmer herumlagen, ob wir denn noch nie was von Datenschutz gehört hätten. Anne Liebe, Chefin des Leitungsbüros, erzog mich geduldig und schließlich mit Erfolg dazu, Termine nicht freihändig zu verabreden, sondern mit ihr abzustimmen und vor allem in den Kalender einzutragen. Ich gewöhnte mir an, über wichtige Gespräche kurze Vermerke anzufertigen, damit das Haus wusste, was ich mit Abgeordneten, Schülervertretern oder Kabinettskollegen verabredet hatte. Besser noch, ich hatte jemanden dabei, der die Ergebnisse notierte. Auch, dass ich lernte, erst einmal Informationen aus den Fachreferaten einzuholen, anstatt Journalistenfragen spontan zu beantworten, erwies sich als nützlich. Aber das war alles Handwerk. Weitaus schwieriger war es, in die neue Rolle hineinzuwachsen und Führung zu übernehmen. Zu lernen, dass manche öffentlich gemachten Bemerkungen plötzlich ein ungeahntes Gewicht bekamen, nur weil sie jetzt nicht mehr von einer Privatperson, sondern von einer Ministerin geäußert wurden. Und dass Kritik oder Anerkennung nicht mehr beiläufig zur Kenntnis genommen oder überhört wurden, sondern sich mitunter in mächtige Instrumente verwandelten, die ermutigen oder korrigieren, aber auch Angst, Kränkung oder Neid hervorrufen konnten. Die Unterscheidung, ob es richtig ist, ein Problem mit meinen Mitarbeitern so lange zu diskutieren, bis sich alle einig sind, oder ob jetzt einfach mal eine klare Ansage der Chefin dran ist, fiel mir auch 10 Jahre später noch schwer.
Manche meiner früheren Weggefährten kamen schwer damit zurecht, dass ich jetzt nicht mehr jederzeit ansprechbar war und sie sich einen Gesprächstermin im Vorzimmer besorgen mussten. Dagegen fand der für Organisation zuständige Ministerialrat aus Düsseldorf, dass es im Büro der Frau Ministerin zugehe wie im Taubenschlag und dass dies nicht in Ordnung sei. Schon gar nicht, wenn meine alten Freunde ständig alle Formalitäten umschifften und dringend die Marianne sprechen wollten. Zu meiner neuen Rolle gehörte auch, dass andere Angst vor mir hatten oder befangen waren. Einer meiner leitenden Mitarbeiter fand es offenbar nötig, mir stets und in jeder Beziehung gefragt oder ungefragt Recht zu geben. Das sehe ich ganz so wie Sie, Frau Ministerin. Wenn ich mir erlauben dürfte, Sie zu zitieren, Frau Ministerin. Das ist eine wunderbare Idee, Frau Ministerin. Das werde ich sofort veranlassen, Frau Ministerin. Er ging mir auf die Nerven. Und ich nahm mir im Stillen vor, ihn dazu zu bringen, mir irgendwann auch mal zu widersprechen. Eines Tages hatte ich es geschafft. Ich fürchte, dass ich Ihnen da widersprechen muss, Frau Ministerin. Er war sichtlich nervös, aber ich strahlte ihn an und bezog mich später vor aller Ohren auf das, was er gesagt hatte. Das wirkte. Von nun an riskierte er öfter mal eine eigene Meinung. So hoffte ich wenigstens. Womöglich hatte er aber auch nur eine neue Form der Anpassung gewählt. Diese merkwürdige Ministerin liebt es, wenn ihr gelegentlich widersprochen wird. Ich habe es nie herausgefunden. Jeden Morgen stand vor meinem Haus in der Schönhauser Allee ein Wagen, mit dem ich nach Potsdam fuhr. Am Steuer saß Siegfried Fleischer, ein einst weit über die DDR hinaus bekannter Artist, der mittlerweile nicht mehr jung genug für Kunststücke am Trapez war. Außerdem war sein Zirkus gerade abgewickelt worden. Seine Schwester, die ich als Kollegin und Nachbarin aus der Elias-Gemeinde kannte, hatte mir ans Herz gelegt, ihn einzustellen, weil er zuverlässig und stresserprobt sei und unbedingt eine Arbeit brauchte, bei der er in Bewegung blieb. Er war eine gute Wahl und wir mochten uns. Wie wichtig das ist, kann nur ermessen, wer täglich mehrere Stunden einen Autoinnenraum mit einem anderen Menschen zu teilen hat. Eine wahrhaft intime Situation. Herr Fleischer hielt mich gleichbleibend freundlich und diskret aus. Meine Müdigkeit am Morgen und am späten Abend, meine Gereiztheit nach Ärger oder wenn ich überlastet war, mein Lampenfieber vor wichtigen Terminen, meine Enttäuschungen nach Niederlagen, ebenso wie privaten Kummer. Andersherum hatte ich mich an seinen rasanten Fahrstil gewöhnt, dem anzumerken war, dass dem Artisten gelegentlich der Nervenkitzel der Zirkusarena fehlte. Mir fiel das bald nicht mehr auf, allerdings nahm ich wahr, dass sich Kollegen oder Gäste, die mit uns fuhren, die ganze Zeit etwas ängstlich an den Griffen festhielten. Am Ende ihres Buches schreibt Marianne Birtler: Menschen, die schon ein paar Jahrzehnte hinter sich haben, teilt man ein in die, die meinen, das Interessanteste schon hinter sich zu haben, und in die anderen, die fest daran glauben, das Interessanteste noch vor sich zu haben. Sie selbst zählt sich zu den Letzteren. Gegen jede Logik. Aber nach diesem Abend, glaube ich, verstehen wir warum. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren, bei uns im Körperforum. Danke an die Körperstiftung, danke an Sie alle für Ihr Interesse für den heutigen Abend. Draußen gibt es Bücher, Unterschriften und noch ein wenig Zusammensein. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.